Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend hier auf okitoki.com im interaktiven Redesprachportal, der Talk von Mensch zu Mensch. Herzlich willkommen hier heute am 1. Juli 2019. Ja, Thema heute Impfungen. Impfungen, der Bert Egartner, der sitzt schon neben mir. Ich werde mal kurz das Mikrofon nochmal bei ihm stumm stellen. Ja, interaktiv heißt, ihr könnt uns heute in der Sendung hier live anrufen mit dem österreichischen Festnetztelefon, mit der Landesvorwahl 0043 für Österreich, 720-518-19 und die 7. Und der Außenchat steht euch natürlich auch zur Verfügung. Einfach oben in den Chat einsteigen, wenn ihr ein Konto habt. Habt ihr kein Konto, einfach registrieren mit eurem Wunschnamen und E-Mail-Adresse. Mehr Daten erheben wir nicht. Und ihr habt so eine Art Pinnwand wie Facebook und viele Möglichkeiten, dieses interaktive Radio mitzugestalten. Und heute heißt es, Impfungen werden von Politikern und Behörden immer öfter als moralische Pflicht von der Bevölkerung eingefordert. Wer Impfungen verweigert, heißt es, gefährdet die Herdenimmunität und stellt eine Gefahr für die Volksgesundheit dar. Ungeimpfte Kinder gelten als Bioterroristen. Jetzt muss ich ja schon lachen, ein bisschen smilen. Sie bringen Unruhe in ein System, das sich zunehmend nach den Prinzipien der Massentierhaltung orientiert. Impfungen, heilige Kuh der Medizin, so heißt es. Und jetzt muss ich wieder den Anschluss hier finden. Hast du den Anschluss hier gewinnen? Da waren wir gerade. Ohne uns zu nehmen im Prinzip. Und da habe ich jetzt falsch angehört, orientiert, strengste Hygiene dabei. Sie bringen Unruhe in ein System, das sich zunehmend nach den Prinzipien der Massentierhaltung orientiert. Da waren wir. Strengste Hygiene, frühzeitige Medikamente bei jeglichen Anzeichen einer Infektion und vorbeugende Impfung gegen alle Krankheiten, gegen die es Impfungen gibt. Heute werden unsere Kinder laut Impfplan dreimal so viele Impfungen empfohlen wie noch in den 1980er Jahren. Doch sind sie deshalb dreimal so gesund? Der Wissenschaftsjournalist und Dokumentarfilmemacher Bert Egartner beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Impfwesen und hat in seinen Büchern und Filmen zahlreiche Aspekte des Impfen kritisch beleuchtet. Die Effekte von Impfungen auf das Immunsystem, die funktionelle Weise von Aluminiumverbindungen als Wirkverstärker, die Kontrolle, die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfungen. Die Dogmen und Irrtümer des internationalen Vaccinologie, wie wird das ausgesprochen? Vaccinology-Bewegung. Mhm, dankeschön, dass du mich da verbessert hast. Das ist... Mhm. Ja, ihr habt ihn jetzt gerade schon gehört. Bert Egartner liefert seriöse wissenschaftliche Informationen zu aktuellen Debatten, die in vielen der offiziellen Aussendungen von Behörden und Ärztekammern fehlen. Das Angebot wendet sich speziell auch an junge Eltern und es ist reichlich Zeit für persönliche, konkrete Fragen. Bert Egartner, Jahrgang 1962, ist seit vielen Jahren als Wirtschaftsjournalist und Dokumentarfilmer tätig und veröffentlicht in deutschen und österreichischen Verlagen medizinische Sachbücher. Mit seinen Enthüllungsbüchern zu Aluminiumproblematik, Dirty Little Secret, Gesundheit ohne Aluminium und dem preisgekrönten Arte-Film Die Akte Aluminium sorgte er in den letzten Jahren für heiße Diskussionen rund um die Gesundheitsgefahren des toxischen Leichtmetalls. In Potsdam wurde er 2014 mit dem HOMA von Dierfurt Prize für die beste journalistische Leistung ausgezeichnet. Sein aktuelles Buch Gute Impfungen, schlechte Impfungen, Verlag Ernst Thaler 2018, ist eine kritische Analyse des Impfwesens und ermöglicht den Lesern eine eigenständige Impfung
Impfentscheidung durch neutrale, nachvollziehbare Informationen zu allen gebräuchlichen Impfstoffen. Ja, ich bin richtig froh. Wir wohnen im Zufall in einem gleichen Ort und das hat mich erstmal sehr gefreut, dass wir uns dann auch vor einigen Monaten hier getroffen haben und uns persönlich kennengelernt haben. Durch eine Freundin wurde ich darauf aufmerksam, durch den Stefan Deix natürlich auch. Und heute bist du da. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei mir bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir hier in einem so netten Studio sitzen und hier, also ich kenne das Okitalk noch nicht so gut. Also ich habe es über dich kennengelernt, aber ich habe schon gehört, dass wir hier eben verknüpft sind mit der deutschsprachigen Welt sozusagen im Radio. Ja, und ich möchte auch noch den Jenno begrüßen. Er ist heute auch bei uns. Das Thema interessiert ihn auch. Und ich sehe, der Marc Wahle ist auch schon bei uns. Wir werden heute erstmal die Sendung für uns gestalten, bevor wir jetzt auf die Fragen zu gehen. Wir werden immer wieder mal ein Zeitfenster geben, um eure Fragen auch mit einfließen zu lassen. Und jetzt sage ich mal einen guten Abend, Jenno nach Ostfriesland. Hallo. Ja, schönen guten Abend euch und auch guten Abend den Zuhörern. Ja. Und der Marc Wahle ist auch gerade bei uns. Einen guten Abend zu dir auch, Marc Wahle. Ja, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Alles von mir. Jetzt bist du drauf. Ja. Jetzt sind wir da. Ja, ebenfalls wurde gesagt. Ja, lieber Bert, bertegartner.com ist die Homepage und da dürft ihr mal drauf gehen und auch mal schauen, wenn da Fragen auch dazu sind, dafür ist der Bert auch da. Bert, wer bist du, was tust du, was machst du? Vorgelesen habe ich schon, ich brauche jetzt nicht alles wiederholen, aber wie bist du überhaupt zu diesem Thema Info gekommen? Ist da irgendwas in deinem Leben gewesen oder warum hast du dieses schwere Thema, wo es ja immer kontrovers auch diskutiert wird, in deinem Leben rausgeholt? Ich bin selber diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger und dort habe ich die Impfung gelernt. Das ist gut, jedoch im Nachhinein, umso länger ich in der Pflege war, habe ich immer wieder Ärzte immer mehr gehört und getroffen, die davon abgeraten haben, doch zu impfen, selbst die Ärzte. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen zu dir und bin ganz Ohr. Ja, also ich bin Journalist seit 30 Jahren und habe mich ist das Thema Impfen etwas gewesen, das immer wichtiger für mich geworden ist, weil ich es als ein, so über die Jahre als eine Art schwarzes Loch der Wissenschaft empfunden habe. Also es gibt viele verschiedene Aspekte des Impfens, die nicht geprüft sind, die nicht sicher sind, wo man nicht so genau weiß, wie funktionieren die Impfungen überhaupt. Es ist ja eine uralte Sache. Also das Impfen gibt es ja seit mehr als 200 Jahren mit der Pockenimpfung und hat dann eigentlich vor ungefähr 100 Jahren einen zweiten Anlauf genommen, wo dann nach und nach immer mehr Impfungen gekommen sind. Diphtherie, Tetanus, es sind auch Tollwutimpfungen, solche Dinge. Also es sind Impfungen erfunden worden, wo noch niemand gewusst hat, was ist eigentlich ein Virus. Hat der Louis Pasteur schon eine Virusimpfung gemacht, die Tollwutimpfung, ohne zu wissen, was da eigentlich passiert. Und kurz darauf ist dann dasselbe noch einmal passiert. Man wusste, dass Impfungen dann wirken, wenn sie Antikörper erzeugen. Und das Problem dabei ist allerdings gewesen, dass man nicht gescheit gewusst hat, wie kann man jetzt Antikörper im Blut, das war schon vor 100 Jahren nachweisbar, das konnte man messen. Und man wusste nicht so recht, wie kann man diese Antikörper in die Höhe schrauben. Und das waren ja recht spannende wissenschaftliche Zeiten damals. Das Aluminium beispielsweise war ganz neu entdeckt. Das hat vorher eigentlich kaum jemand gekannt. Man hat im Ersten Weltkrieg Blechgeschirr daraus oder Aluminiumgeschirr daraus gemacht. Man hat Besteck daraus gemacht und die Menschen sind ja sehr neugierige Typen und da hat es eben Chemiker gegeben, die alles Mögliche ausprobiert haben, um es eben den Impfstoffen zuzusetzen und dann zu schauen, wie wirkt sich das auf die Antikörperproduktion aus. Und da hat 1926 ein englischer Chemiker, der dann auch relativ früh verstorben ist, weil er eben alles selbst ausprobiert hat und da waren halt sehr viele giftige Sachen auch dabei. Also der ist nicht alt geworden, gab knapp 40 Jahre. Der hat halt dann experimentiert und ist draufgekommen, wenn ich Impfungen mit Aluminium versetze,
dann habe ich mehr Antikörper im Blut. Ohne zu wissen, was passiert eigentlich genau im Körper. Das Einzige, was sie eigentlich gewusst haben, war, Impfungen drückt aufs Immunsystem und macht Antikörper. Und wenn man kein Aluminium reingibt, funktioniert die Impfung nicht. Also es war über viele Jahre, war das eben das Dirty Little Secret des Impfwesens. Und jetzt haben wir 100 Jahre fast, also 1926, 2026 ist es dann eben das 100-Jahr-Jubiläum, dass wir diese giftige Substanz verwenden in Impfstoffen, ohne genau zu wissen, was passiert im Körper. Und darüber, also ich, wie ich zu dem Thema gekommen bin, habe ich mir gedacht, ja, ich kenne eine Aluminiumfelge, ich kenne Aluminiumfolie, ich kenne Aludosen. Aber was um Gottes Willen macht Aluminium in Impfungen? Und das ist etwas, weil ich ein neugieriger Mensch bin, wo ich mich dann so richtig in die Recherche reingestürzt habe. Die Ärzte haben gesagt, das wäre ein Trägersubstanz, wo das besser die Wirkung hätte, um die Antikörper zu bilden. So hat man mir das gesagt. Daher ist das wichtig, einen Impfstoff zu haben. Was jedoch meine Meinung nach ist, ein Aluminium, du hast selbst gesagt, es wurde sehr, sehr spät entdeckt. Aluminium hat eigentlich auch nichts bei uns in der Natur zu suchen, ist irgendwo vergraben und da ist es eigentlich, sollte es eigentlich auch gut sein. Ja. So kenne ich die Geschichte des Aluminiums und der Napoleon hat ja auch schon angefangen, damals zu impfen, habe ich mal gehört. Hast du da auch Infos zu? Der in seinen Kriegen hat er einfach Impfungen aufgesetzt. Ja, also da wird es wahrscheinlich um die Bockenimpfung gegangen sein. Also er wollte einfach, dass seine Soldaten möglichst geschützt sind vor allem Möglichen, was hier passiert. Aber es ist ja meistens das Ziel von Feldherren, die Soldaten waren ja an sich eine abstrakte Masse für diese Kaiser und Feldherren, Generäle und die haben mit denen auch experimentiert. Es gab zum Beispiel vor dem Irakkrieg, wo die Amerikaner in den Irak eingefallen sind, gab es auch Impfexzesse unter den Soldaten, wo dann Hunderttausende von Soldaten nicht einmal in den Irak fliegen konnten, weil sie eben vorher ein Impfprogramm mit 15, 20 Impfungen durchmachen mussten, teilweise experimentelle Impfungen, die eben erfunden worden sind von den Army-Forschern. Und es gab damals das sogenannte Golfkriegssyndrom. Und da sind eben Hunderttausende von Soldaten konnten nicht einmal wegfahren, sondern sind sofort nach dem Impfprogramm so krank geworden, dass sie alle möglichen Probleme, alle möglichen Symptome entwickelt haben. Sind wir ja schon beim Thema Impfschäden auch und wo man nicht, glaube ich, gerne drüber redet. Denn die sind ja auch nicht gerade wenig, diese Impfschäden, die man hat. Und eine Studie gibt es ja auch, dass wir sehr früh ja die Babys schon anfangen zu impfen mit Mehrfachimpfungen. Und wir haben so viele Allergiker auch unter den Kindern, unter den Menschen mittlerweile. Ist das jetzt wirklich gut, dass man eine Impfung ansetzt, frage ich mich manchmal, aber zumindest nicht in dieser Form. Ich sage das auch für mich als Krankenpfleger, würde ich mich nicht mehr wohlfühlen, zumal ich auch Menschen kenne, die Impfschäden erlitten haben, sind blind geworden sogar. Ja. Und Diabetes soll angeblich ausgelöst worden sein. Fragezeichen. Du, es gibt alle möglichen Impfschäden. Also es gibt Leute, die verlieren ihre Haare, es gibt Leute, die werden unfruchtbar, Frauen, die werden unfruchtbar. Es gibt, also im Prinzip geht es darum beim Impfen, es ist ein Spiel mit dem Immunsystem. Man versucht, das Immunsystem zu manipulieren in eine Art und Weise, wo sozusagen der Hausverstand sagt, irgendwann sind sie dann geschützt vor irgendwelchen schweren Krankheiten. Tatsächlich ist es aber so, dass das Immunsystem ein denkendes System ist, dass wir können das Immunsystem in jede Richtung manipulieren, aber wenn es dann einmal eine falsche Entscheidung trifft, wenn sich dann einmal etwas eingespielt hat, zum Beispiel eine allergische Reaktion oder auch zum Beispiel eine zufällige Verwechslung passiert. Das Problem beim Impfen ist ja, ich pushe das Immunsystem auf, ich mache sozusagen einen Riesenstress im System und was dann das Immunsystem selbst macht, das ist Zufall.
Ja, also wenn ich Pech habe, dann geht man zum Beispiel nach Hause von der Zeckenimpfung, die ist ja speziell in Österreich sehr populär. Und das Immunsystem ist auf 180, also ist absolut aggressiv und in Vollbetrieb und voll auf der Suche nach irgendwelchen möglichen Schadstoffen, aufgepusht eben vom Aluminium. Das ist der Hauptzweck des Aluminiums. Und dann gehe ich nach Hause vom Impfarzt und es blühen zum Beispiel die Birken. Überall sind Birkenpollen in der Luft. Dann habe ich das Risiko zum Beispiel, dass ich gegen Birkenpollen allergisiert werde. Also dann kommt ein riesen Heuschnupfen raus oder andere Formen, zum Beispiel Asthma, solche Dinge. Also das sind alles Zufälle, die passieren können im Zusammenhang mit dem Impfen. Und es ist ja immer wahnsinnig schwierig, dann im Nachhinein einen Zusammenhang plausibel zu machen. Das heißt, man spielt mit einem System herum, ohne es wirklich zu verstehen. Und wenn sich dann Dinge nach dem Impfen entwickeln, schwere Krankheiten, Autoimmunkrankheiten, Allergien, Entwicklungsstörungen, dann sagt man, das ist nicht vom Impfen, das wäre sowieso gekommen. Ja. Also was ich das sagen kann, ich habe als Kind meine Schluckimpfung bekommen, dann habe ich eine Tetanus bekommen, aufgrund, weil ich ja gestürzt bin und oder gebissen mal worden bin. Es ist ja auch so, dann die Erde, wenn man was, ist ja schnell die Tetanus da. In der Krankenpflege habe ich die Diphtherie bekommen, sowie die Hepatitis, weil ich im Drogenentzugsbereich getätigt war und habe dort gearbeitet. Und was mir für mich aufgefallen ist bei Diphtherie, so hat es bei mir gewirkt und auch bei der Hepatitis, ich war danach so müde und brauchte ein paar Tage, bis ich wieder so ein bisschen in meinen Gang reinkomme. Und ja, da ging es ja um den Schutz auch, den musste man nachher nochmal kontrollieren, da der Hepatitis, ob der Täter, also die, wie hoch die, der Täter, ja. Ja, genau, wie hoch dann die Antikörper sind, so weiß ich das und das war meine Erfahrung dazu. Mhm. Ja, also man hat bei diesen Impfungen ja immer so ein Ziel. Ja. Impfen ist im Prinzip so etwas wie Versicherungsmathematik. Also man versucht sich irgendwie zu schützen vor Gefahren, die theoretisch sind. Und zum Beispiel Diphtherie oder Tetanus, die hatten ihre Hochblüte in den Kriegszeiten, in Zeiten, wo fürchterliche soziale Zustände herrschten. Beispielsweise war der Erste Weltkrieg, war die Zeit, wo eben die Soldaten sehr gefährdet waren, an Tetanus zu erkranken. Aber dann muss man sich eben auch anschauen, unter welchen Umständen die damals an Tetanus erkrankt sind. Also die hatten, also da gibt's, also bei der Recherche für mein neues Buch hat mich das so interessiert, diese Geschichten zu lesen von diesen alten Stabsärzten, die Fronteinsatz machten. Und da hat einer beispielsweise beschrieben, dass in keiner Einheit, in der er war, in Frankreich beim Krieg, bei dieser fürchterlichen Blutpumpe, hat man das genannt, bei diesem Schützengrabenkrieg, wo eben Millionen von Soldaten durch diese Hölle von Verdun gegangen sind, dass in keinem Bataillon, also unverwundete Menschen waren. Das heißt, dort hat es 100% Verletzte gegeben, wenn die mehrere Wochen dort Dienst getan haben. Und viele haben ja Monate und Jahre dort das Pech gehabt, also wenn sie es überlebt haben, dass sie dort existieren mussten. Und die hatten natürlich Granatsplitter, die hatten Streifschüsse, die haben teilweise unter Vollbeschuss niemals wieder zurück in die Kaserne können, sondern mussten dann wochenlang da draußen bleiben, haben aus irgendwelchen Dreckslöchern Wasser getrunken. Und da ist es eben zu fürchterlichen Krankheiten gekommen, unter anderem auch Diphtherie und Tetanus. Und das hat damals sich natürlich eingeprägt bei den Ärzten, nicht? Weil wenn jemand dann an Tetanus gestorben ist, dann ist er brüllend vor Schmerzen und Krämpfen, ist er da langsam gestorben und das hat ein Trauma verursacht. Und man muss eben auch bei der Medizin, die hat auch immer sehr viel mit dem zu tun, dass hier Legenden sich bilden, sich historische Geschichten entwickeln, die dann aus den Köpfen nicht mehr rausgehen. Und worauf ich hinaus will, ist eben, welche Bedeutung hat das heute noch?
Ist zum Beispiel Tetanus oder Diphtherie heute überhaupt noch ein Problem? Müssen wir unsere Kinder tatsächlich noch impfen in diese Richtung? Denn zum Beispiel in Deutschland gab es eben die Meldepflicht für Tetanus. Die wurde 2001 abgeschafft, weil einfach niemand sich gemeldet hat und es keine Tetanusfälle gab und trotzdem auch noch immer sehr viele Ungeimpfte dabei waren. Aber es tritt in heutigen Zeiten, wo man eben zum Beispiel Wunden gut behandelt, wo man keine Granatsplitter und Streifschüsse mit sich schleppt, wo es normal ist, dass man Schuhe trägt und nicht schwürende Füße hat, eiternde Wunden an den Füßen. Also ich glaube, und das ist eine wirklich realistische Einschätzung auch, dass wir heute zum Beispiel keine Diphtherie- und keine Tetanusimpfung mehr brauchen. Ja, ich erinnere mich noch an unsere Schulstunde und da wurde das gar nicht so in dieser extremen Art, wie du das sagst, ist für mich ganz logisch, wenn die hygienischen Zustände auf dem Schlachtfeld sonstige Leute nicht behandelt werden, dass dann aus dem Dreckswasser man irgendwann krank wird, ist ganz logisch. Da können wir heute dankbar sein, dass wir diese Zustände erstmal nicht haben. Es wurde uns immer nur gesagt, ja, aber es kann ja passieren, man kann ja mal fallen und dann kann ja der Tetanus da drin sein und deswegen macht man das vorbeugend. Also man hat uns das auch so gut geredet, das, wir wissen beide, Bert, alles kann passieren, so sollte man aber nicht denken, sondern beobachten, sind wir Betroffene oder nicht Betroffene. Ja. Wenn eine Zahl natürlich auffällig vermehrt ist, dann darf man ja natürlich wachsam sein, dann geht's darum. Aber nochmal auch zur Zecke, sobald eine Zecke jemand hat, dann gehen doch so die meisten doch schon aufgrund der Angst auch zum Arzt hin und man soll sich impfen lassen oder auch die Grippeimpfung. Ja, aber das ist auch ein österreichisches Phänomen. In Österreich ist die FSME-Impfung erfunden worden, das war eine österreichische Entwicklung und die haben dann eine Zweigstelle gemacht in Heidelberg, dann hat es eine deutsche Firma gegeben, die auch einen Zeckenimpfstoff entwickelt hat und plötzlich sind dann auch die FSME-Fälle und der Druck, sich impfen zu lassen, ist dann auch in Deutschland gestiegen. Aber wenn man sich ansieht, wie viele FSME-Fälle es heute gibt, also zum Beispiel Ungarn hat kaum geimpft, da gibt es keine FSME-Fälle mehr. In der Slowakei gibt es kaum FSME-Fälle. Auch in Österreich, zum Beispiel im Burgenland und in Niederösterreich, also gibt es fast keine FSME-Fälle mehr, nur mehr alle paar Jahre. Also man weiß jetzt nicht so genau, welche Rolle spielt hier die Impfung und welche Rolle spielt eigentlich eine natürliche Entwicklung in Bezug der Viren und in Bezug der Zecken. Ich habe einmal selber einen Film gemacht über Zecken. Also ich weiß, diese Tiere, die halten zum Beispiel keine Sonne aus. Ja? Also wir haben mit denen gefilmt und wir mussten immer wieder neue Zecken fangen. Da haben wir so Leintücher gehabt mit langen Stecken und sind durch die Wiese gegangen und haben wieder 100 Zecken gesammelt und dann verwendet auch für die Filmaufnahmen. Weil sobald die 2-3 Minuten in der Sonne war, ist die vom Blatt gefallen und ist am Boden gelegen und war tot. Ja, also diese Tiere halten auch nicht so viel aus. Und ich denke auch, dass zum Beispiel der Einfluss des Klimas mindestens so stark ist wie der Einfluss der Impfung. Ja, weil zum Beispiel Ober- und Niederösterreich unterscheiden sich nicht in der Impfquote. Da sind alle in Österreich extrem viel geimpft, teilweise 90% der Bevölkerung. Aber in Niederösterreich gibt es keine FSME mehr oder kaum mehr und in Oberösterreich gibt es mehr wie in den letzten Jahren. Also hier dürfte sich irgendetwas verändert haben, das wir nicht verstehen. Und die Firmen selbst, die haben sich eigentlich seit 1983, da wurde die Impfung entwickelt, eigentlich nur darauf konzentriert, Geld zu scheffeln. Für die ist die Impfung eine Goldmine und sie haben sich irgendwie nie in der Pflicht gesehen, hier eine wirkliche wissenschaftliche Begleitung zu machen, die auch zugänglich ist. Ich habe einmal diese Forschungsleiterin angerufen von der österreichischen Firma, die das entwickelt hat und habe gesagt, wieso findet man von euch keine Studien, die ich lesen könnte, die ich mir anschauen könnte? Und die hat eben gemeint, wir machen ja diese Studien nicht, um jetzt das zu veröffentlichen und hier die Leute zu informieren, sondern wir machen ja diese Studien nur, damit die Impfung zugelassen wird und wir die Impfung verkaufen können. Also das sind ganz eigenartige Argumente und da ging es eigentlich darum, dass ich dafür eintrete, dass wir
die Öffentlichkeit mehr informieren müssen, dass wir als Öffentlichkeit auch darauf achten müssen, dass wir die Kontrolle über die Wissenschaft wieder selbst in die Hand bekommen, weil so wie es derzeit aussieht, benutzen die Firmen eigentlich das Impfen nur eben wegen dem guten Image. Sie versuchen einfach so viel Geld wie möglich zu machen. Ja, Dr. Leubner ist leider letztes Jahr verstorben. Ich weiß nicht, ob du ihn gekannt hast. Ja, guter Bekannter von ja, mir. Ja, er hat auch viel erleben dürfen. Leider muss man auch sagen, er hat ja auch gekämpft, sage ich jetzt mal. Er hat seine Arztlizenz einmal entzogen bekommen, hat sie aber wiederbekommen, muss man sagen. Und da ging es ja auch um die Masernfälle. Masern ist bisher nicht nachgewiesen, wird immer nach wie vor, hat er behauptet. Und was bringt es auch, wenn in Österreich, so sagt er, 3 Masernfälle sind und dann die ganze Bevölkerung durchimpft. Und selbst da war immer so ein Fragezeichen. Er hat davon auch abgeraten. Was denkst du, sollen wir mal unsere Zuhörer schon mal anfragen, ob da zu unserem Thema, was wir jetzt sagten, schon vielleicht Worte kommen? Genau, schauen wir mal, ob hier schon Fragen kommen. Machen wir doch mal und ich sage, Jenne, du hast ja mitgehört und auch Marc und ich sehe auch, der Frank ist da, den holen wir auch mal rauf, den Frank, das ist ja Franz Reutinger, vielleicht sagt er heute Abend auch noch was, ist nämlich auch ein Referent von OKTalk und mal schauen, er hat bald eine Sendung. Jenne, dein Mikrofon. Ja, danke. Nochmal ein Hallo. Ja, und sehr interessant, was du da aufzeigst, Bert. Und also wir haben selber hier ja auch den, also ich lebe in Deutschland an der ostfriesischen Küste und wir haben ja auch also die alle Impfungen durch, von Pockenimpfungen über Schluckimpfungen. Ne? Und ja, ich habe da eigentlich großartig keine Frage zu. Ich bin eher entsetzt gewesen, wie ich den Bericht von Yasina gesehen habe, dass es in den 50er Jahren oder 40er Jahren ein Gesetz erlassen worden ist. Das also muss man sich ja schon mal vorstellen. Da wird ein Gesetz erlassen, wo drinne steht, dass die Menschen allgemein als Versuchsobjekte benutzt werden dürfen. Und ob du da auch diese Information hast? Ja, also Versuchsobjekte, also es haben sich ja im Bereich des Impfens unglaubliche Zustände damals abgespielt. Also es wurden Kinder in Waisenhäusern zum Beispiel, wurden für Versuchskaninchen hergenommen. Es wurden zum Beispiel Leute haben mit Gefangenen experimentiert und haben an Häftlingen Impfversuche durchgeführt. Es gab bei den Soldaten, habe ich auch schon erwähnt, da gab es die Pflicht, Impfungen, die nicht einmal öffentlich zugelassen waren, zu nehmen. Die mussten zum Beispiel gegen Milzbrand geimpft werden oder solche Dinge, die einfach Erfindungen der Militärs gewesen sind, um sie vor irgendwelchen möglichen Gefahren zu schützen. Tatsache war, dass dann die Impfung oder das Experiment, das mit ihnen durchgeführt wurde, viel gefährlicher war, als es ein Militäreinsatz gewesen wäre. Also hier sind unglaubliche Dinge passiert. Ja, und dann haben wir von ein paar Tagen noch also Bericht gelesen, also die Unterschichten werden da ja viel mehr zugezwungen. Die Wohlhabenderen, die können sich ja die Schule aussuchen oder eben halt, ne, dadurch, dass sie ja höheres Schulgeld bezahlen können. Und da stand dann drin, dass da die Impfungen weniger gemacht werden, weil die Eltern da schon gegen sind. Aber in den Unterschichten werden die noch sehr gezwungen. Da ist der Druck sehr hoch. Dann wird gesagt, dann wird das Kind nicht zur Schule zugelassen. Ne, sie müssen einen Impfpass vorzeigen und all solche Sachen. Also das ist jetzt noch sehr akut, was da läuft hier. Ja, das ist ja einmal ist es sehr drastisch auch an die Öffentlichkeit gekommen. Das war bei dieser Schweinegrippe-Pandemie. Da gab es in Deutschland eine Impfung, die allgemein gegeben wurde. Die Pandemrix hat die geheißen. Das war eine ganz üble Impfung. Die hatte Quecksilber drinnen. Die hatte, obwohl Quecksilber angeblich schon lange aus Impfstoffen entfernt worden ist, damals hat es ein Comeback erlebt.
Die hatten einen Wirkverstärker drinnen und das wurde eben der breiten Öffentlichkeit gegeben. Und die Politiker selbst, die haben einen Impfstoff eingekauft, der überhaupt keine Zusatzstoffe hatte, kein Quecksilber hatte. Und der wurde aber dann nur für die Oberschicht sozusagen angeboten. Da gab es dann auch keine Zwischenfälle. Aber bei Pandemrix ist dann passiert, dass eben tausende Menschen an Narkolepsie erkrankt sind. Also das ist eine schwere Krankheit, wo eben die Kinder beispielsweise, die schlafen von einem Moment auf den anderen ein. Ich habe solche Fälle selbst kennengelernt. Das Leid, das diese Familien haben. Die Kinder können nicht einmal zum Spielplatz gehen, alleine, weil sie am Weg zum Spielplatz zweimal einschlafen. Dann sind sie so müde, dass sie dort kaum etwas unternehmen können. Sie können nie einen Führerschein machen. Also weil hier eben, das ist hier nachgewiesen worden, weil diese Pandemrix-Impfung das Schlaf-Wach-Zentrum im Gehirn angegriffen hat und dort eben eine solche Störung, eine Entzündung verursacht hat, dass die dann kein normales Schlaf-Wach-Rhythmus mehr hatten. Ja, also fürchterlich, also ein lebenslanges Desaster aufgrund einer simplen Verwechslung, wo der Impfstoff das Immunsystem aufhetzt, dass es dann eben zum Beispiel auf die Hypophyse losgeht. Also hier gibt es so viele ungeklärte Dinge, die nicht untersucht werden, in Österreich und in Deutschland schon gar nicht. Ich frage mich, Bert, ich meine, ich komme ja aus der Schulmedizin. Na, wenn ich das alles so höre, ist das alles unreif, wie die Ärzte oder die Pharma was empfiehlt, wenn man alles hört, wie unsicher und die Nebenwirkungen hier zu hören sind. Da kann man ja nur noch einen Gedanke haben, es geht um Kapital, um Geschäfte machen. Denn die Menschlichkeit sollte anders ausschauen. Wir haben Lebensmittelkontrolleure, na, die sollten ja auch die Lebensmittel dementsprechend kontrollieren. Der Arzt sollte der Fachmann sein für die Gesundheit, der Bauer der Fachmann für die Erde und solche Dinge. Und wenn ich jetzt so das höre, dann frage ich mich, ist das wirklich ja, ein Programm, so sage ich jetzt mal, ohne dass man auf die Gesundheit wirklich Wert legt. Man hat was modern gemacht möglicherweise, sage ich mal mit meinen Worten. Kann ja, das sein? Und man hat auch... Man hat alles, was zum Beispiel an hygienischen Fortschritten passiert ist, was an sozialen Fortschritten passiert ist, an politischen Verbesserungen, man hat alles das sozusagen als Bonus übernommen und hat gesagt, das ist deswegen, weil wir impfen. Ja? Und es gibt aber viele Krankheiten, wie zum Beispiel die Cholera oder die Pest oder Typhus, Ruhr, die sind auch nicht mehr aufgetreten, in besseren Zeiten, obwohl es da nie eine Impfung gegeben hat. Ja? Das heißt, man hat hier sozusagen einen guten Ruf sich erschlichen. Und dieser gute Ruf, dieses Image ist ja Milliarden wert. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Firma mir denke, ich habe jetzt was erfunden, ein tolles, sagen wir mal, ein Elektroauto oder was auch immer, dann ist das größte Hindernis, das auf den Markt zu bringen, ist zuerst einmal, ich muss das bekannt machen, ich muss ein Image aufbauen, ich muss schauen, dass ich mich gegen die Konkurrenten durchsetze. Aber wenn ein Konzern eine Impfung auf den Markt bringt, eine moderne neue Impfung, dann wird einfach nur über den Begriff, das ist eine Impfung, wird ein Image übernommen, das eben alleine schon Millionen wert ist und hier den Leuten einen Startvorteil gibt, noch dazu, wenn es dann ganz viele Lobbyisten gibt, die dann auch die Politiker umschwirren und den Politikern einreden, das muss jetzt unbedingt in den Impfplan gedrückt werden, oder noch besser, es wird eine Pflichtimpfung gemacht, ein Impfzwang eingeführt, dann, also ich denke mir immer, das ist dann wirklich eine Goldmine, die ich den Firmen gebe, wo eben Gesundheitsgelder direkt an die Pharmaindustrie überwiesen werden, abgeleitet werden. Diese Gesundheitsgelder fehlen dann anderswo. Zum Beispiel in Deutschland werden pro Jahr nur für die Impfungen, die empfohlen sind, für die Kinder 1,23 Milliarden Euro ausgegeben pro Jahr. Hast du schon mal Gespräche selbst gehabt mit Pharmaindustrie, so mit Pharmareferenten und hast du da Erfahrung?
Ja, ich habe immer wieder mit Pharma-Referenten oder auch mit Impflobbyisten Gespräche. Ja. Also man glaubt manchmal, dass die ein Gedicht aufsagen. Ja. Also die reden nicht mehr selbst, sondern die wiederholen Dinge, die ihnen eingetrichtert worden sind in den Schulungen. Beispielsweise eine neue Impfung, die jetzt auch im Zentrum meines Films steht, ist die HPV-Impfung. Und die hat natürlich einen riesen, also das ist mittlerweile ein Milliarden-Blockbuster. Das gibt es erst seit 2006. 2007 ist es dann in Deutschland gleich übernommen worden von einem Pharma-Lobbyisten, der damals der Chef der STIKO war, also der Deutschen Ständigen Impfkommission. Der hat das gleich im Eilverfahren übernommen und hat eben hier seither Millionen an Geldern aus dem deutschen Gesundheitssystem an diese Firmen überwiesen. Und die haben natürlich den Werbefluss und die Werbebotschaft war irrsinnig aggressiv. Die haben sogar Werbespots gemacht zur besten Sendezeit. Die Jette Job beispielsweise hat da in einem Werbespot gesagt, sie möchte eben, dass ihre Tochter niemals Krebs hat und deswegen muss sie geimpft werden. Und sie hat, also die richtige dahinterliegende Message dieses Werbespots war, wenn du dein Kind nicht impfen lässt mit einer schweineteuren Impfung, die 450 Euro kostet, dann bist du selbst schuld, wenn deine Tochter an Krebs stirbt. Also mit solchen Argumenten wurde eben geworben und das hat natürlich dann auch Auswirkungen gehabt. Das zieht sich ja auch jetzt durch mit 5G. Genau dasselbe. Ne? Wir können ja 3000 Filme in einer Minute herunterladen und so kommt man an und blendet. Sagt aber nicht, die Gesundheitsschädlichkeit ist ein anderes Thema, aber gehört auch zur Gesundheit, denke ich, mit dazu. Die Menschen haben Schwermetalle in sich, wir haben magnetische Strahlen, magnetische, stoßen sich an, ziehen sich an. Menschen sollten erstmal entgiften, bevor man überhaupt 5G zulässt. 4G ist schon schlimm genug, sage ich mal. Und da wird ja auch die deutsche Firma Telekom, ne, also das darf ich ruhig sagen, weil T-Mobile ist das, die machen ja jetzt mit Magenta die große Aktion und ja, die Risiken und Nebenwirkungen müssen wir ja nur beim Arzt oder Apotheker erfragen. Ich finde das traurig, wohin wir da steuern. Ja, Geld ist anscheinend das Mittel. Du hast ja auch die Ellenbogen heute schon angesprochen. Man muss sich ja so durchsetzen. Wie wir heute leben, denke ich, sieht man ja in der Welt, was wir gemacht haben oder auch nicht gemacht haben. Was eine Natürlichkeit beinhaltet, sollte wir wieder mal wieder finden dürfen, sehe ich so. Ja, na, man müsste das einmal anschauen, beispielsweise die USA. Die USA ist ja der Impfvorreiter Nummer 1. Ja? Und vor kurzem ist ein Bericht erschienen von großen Krankenversicherungen in den USA. Und die haben eine Bilanz gelegt, dass bei den Kindern unter 18 Jahren, dass 33% der Jugendlichen haben zwei oder mehr Krankheiten, die behandlungsbedürftig sind. Also die haben zum Beispiel Asthma oder Neurodermitis oder Autismus oder was auch immer. Ja. Also man muss sich vorstellen, das ist das reichste, eins der reichsten Gesellschaften der Welt und hat heute eine Krankheitslast, dass die gesunden Kinder mittlerweile schon in der Minderzahl sind. Also es gibt mittlerweile nur mehr, ich glaube, 46% der Kinder in den USA sind vollkommen gesund. Ja. Und hier in Österreich höre ich immer wieder, ja, ist dein Kind schon geimpft? Du musst es impfen. Man macht den Druck immer wieder. Ja. Wir sind geblendet. Und die Angst bei den Eltern ist dann da, na, wir müssen das ja tun, ist ja die Norm, ist das die Normalität. Nee. Was empfiehlst du solchen Eltern? Wie kann man das umgehen? Heute die Sendung einmal anhochen natürlich und ein bisschen Angst lösen. Ich sage immer, der Arzt soll unterschreiben, dass wir keine Impfschäden bekommen. Das tut er nicht. Ja. Aber mir fällt auch nicht groß was ein. Muss also, Okitok Aufklärung machen, ganz klar. Ja, also das ist eines der wirklichen Probleme, ist, dass es ganz viele Parteien gibt, Ärztekammern, Behörden, auch die Eltern sind extrem verunsichert. Es wird
von überall her Angst gemacht und es gibt auch immer ein gewisses Interesse hinter dieser Angst. Ja? Und man hat das Gefühl mittlerweile, es gibt nur mehr Menschen, die von Risiken sprechen, die eben hier bestimmte Dinge verkaufen wollen. Aber es gibt niemand, der für Entwarnung zuständig ist. Es gibt niemand, der zum Beispiel, also was ich den Eltern sage, versucht einmal, wenn ihr schon sehr angstbeladen seid, versucht einmal, möglichst spät zu impfen. Das erste Lebensjahr ist ein sehr sensibles Jahr. Also in den USA beispielsweise gibt es den Wahnsinn, dass die Kinder am ersten Lebenstag Hepatitis B geimpft werden. Und das ist eine Pflichtimpfung. Ja. Also das, und dann kommt der ganze Horror. In den USA ist es so, dass die aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht genau warum, sagen sie, die Sechsfachimpfung ist so unsicher. Deswegen gibt es dort Einzelimpfstoffe. Ja. Also da ist es ganz normal, wenn man zum Arzt geht und man kriegt 3, 4, 5 Impfungen. Ja. Und jede dieser Impfungen, fast alle Impfungen im Babyalter enthalten Aluminium. Also du kriegst unglaubliche Mengen von Aluminium, die auf dieses unreife Immunsystem losgelassen werden. Also hier ist etwas im Gang. Das kann man nur durchbrechen, indem man eben wirklich versucht, sich zu informieren. Das habe ich auch in meinem Buch versucht, für jede einzelne Impfung genau zu erklären, wie gefährlich ist die Krankheit? Wie wahrscheinlich ist es, dass du überhaupt diese Krankheit bekommst, wenn du ungeimpft bist? Wie schaut es mit den Nebenwirkungen aus? Ja. Und hier gibt es ganz viele Impfungen, wo ich sage, die haben eigentlich von der Nutzen-Schadensbilanz kaum eine, also die stehen eindeutig auf der roten Seite, auf der negativen Seite. Dein Buch natürlich, sag das nochmal, wo kann man es auch kaufen, wie heißt es? Vielleicht hast du da nochmal eine Quelle, dass die Zuhörer da drauf zugreifen dürfen. Also mein Buch heißt Gute Impfung, schlechte Impfung, ist mittlerweile schon in der zweiten Auflage. Also ich freue mich, dass es Interesse gibt. Es gibt auch viel Zuspruch von den Lesern. Man kann das bei allen Online-Händlern bestellen. Man kann das bei seinem eigenen Buchhändler bestellen und dann hat man es, wenn es nicht vorrätig ist, gibt es an 2 Tage oder 3 Tage später. Also es ist überall erhältlich. Und ich freue mich sehr, dass eben vom Feedback, das ich bekomme, speziell auch, wenn zum Beispiel junge Eltern, bei denen ist ja oft das Impfthema ein Streitthema auch in der Partnerschaft. Der Mann ist vielleicht für die Impfung, die Mutter eher Kritiker oder umgekehrt. Also da gibt's alle Konstellationen. Und deswegen ist es so wichtig, hier auch eine objektive Aufklärung zu machen, wo eben nicht irgendwelche Ängste weiter geschürt werden, sondern also ich bin eher, ich komme zu diesem ganzen Thema eher von der mathematischen Seite. Also ich habe Ausbildung gemacht an der Uni über evidenzbasierte Medizin, über wissenschaftliches Arbeiten. Ich lese jeden Tag Studien zu diesem Thema und ich gehe auf Kongressen. Ich war jetzt in Mexiko auf einem Kongress, ich war in Chicago auf einem Kongress. Also ich versuche hier wirklich am Laufenden zu bleiben. Und es ist teilweise unglaublich, wenn man unsere Ärzte hier hört oder die Behörden hier hört, die sagen, es gibt keine Probleme. Und dann bist du auf den Kongressen und da wird darüber gesprochen, über Nachweise, wie eine Impfung bestimmte Schäden verursacht. Ich war seit 20 Jahren, vor 20 Jahren war das noch relativ wenig, ja. Aber mittlerweile zum Beispiel auf Kongressen für Autoimmunity, da sind schon ganze Tage nur dem Impfthema gewidmet. Und da gibt es Dutzende von neuen Studien, die eben zeigen, dass wir wirklich hier mit dem Feuer spielen. Dass es eben hier wirklich das Problem ist, wenn ich das Immunsystem so extrem aggressiv mache, dann weiß ich nicht, was das Immunsystem dann tut. Und das Immunsystem sollte eigentlich unser Schutzengel sein. Aber es ist ein gefährlicher Schutzengel. Und wenn ich einen Schutzengel wie das Immunsystem auf eine falsche Spur bringe, dann kann hier sozusagen auch der Drache erwachen, der mir das Leben zur Hölle macht, der dann plötzlich auf meinen Darm losgeht oder mir die Insulinproduktion kaputt macht oder Multiple Sklerose auslöst. Also das sind alles nicht die Probleme, die die Viren und Bakterien machen, sondern das Immunsystem macht diese Schäden. Hast du gut gesagt, gut erklärt und ich als Krankenpfleger verstehe das wirklich vollkommen. Und wenn ihr das nicht versteht, Bert,
egartner.com einmal. Bert, den Film WEDEX sagt ja auch was. Ja, er ist ja aus Amerika und dort werden ja so viele Impfschäden ja auch von den Familien. Das sind ja richtige Fälle, die da lebend sind leider. Ne, lebend leider deswegen, weil sie erkrankt sind. Den Film wächst, meinst du? Wächst. Wächst heißt er dann. Ja, ich sag mal WEDEX. Ja, ja. Na, ich kenne die sehr gut, die den Film gemacht haben. Ja, also den Andrew Wakefield oder den Del Bigtree. Also das sind, also der Andrew Wakefield ist ja sozusagen der Gott sei bei uns, der Böse der Welt, der hat sich ausgesprochen gegen die Masern-Mumps-Röteln-Impfung und daraufhin ist die Impffreudigkeit stark eingebrochen in England und daraufhin hat man eben seine Existenz zerstört, hat eine Rufmordkampagne gegen ihn gestartet und er musste dann mit seinen 4 Kindern und seiner Familie in die USA auswandern und sie haben ihm sogar die medizinische Befugnis haben sie ihm eben entzogen, ja. Also und das alles nur, weil er unbequeme Fragen gestellt hat. Ich sage jetzt gar nicht, dass der Wakefield überall recht gehabt hat mit dem was, aber er hat einfach auf seine Patienten gehört. Er hat geschaut, wie ist das bei autistischen Kindern? Warum haben die? Er ist ja Magen-Darm-Spezialist. Warum haben die so extreme Verdauungsprobleme? Warum haben die Masernviren im Darm? Warum gibt es hier solche Zusammenhänge? Warum tritt eigentlich das im Zusammenhang mit Autismus so häufig auf? Er hat Fragen gestellt, die unbequem waren und in einer normalen Medizin, in einer normalen Wissenschaft sollte man das diskutieren und sollte schauen, gibt es hier ein Problem, was können wir machen, hat er möglicherweise recht. Aber Impfen ist keine normale Wissenschaft. Impfen ist eigentlich eine Art Glaubensgemeinschaft immer mehr geworden, wo es eigentlich darum geht, wir glauben an das Impfen und alle, die dagegen sind, sind böse. Wir machen jetzt eine Musikpause und dann gehen wir nochmal in den Talk, weil wir haben Gäste da und dann begrüßen wir auf jeden Fall, der Frank ist da, der Germanis ist der Armin, den Jenner haben wir gehört, vielleicht mag er auch noch was sagen und der Marc ist auch noch bei uns und jetzt machen wir mal den Player frei. Du hast nämlich heute Bob Dylan mitgebracht und das heißt der Song, der sagt du Buckets of Rain. Buckets of Rain und Musik ab, bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück hier auf okitalk.bertegartner.com und ja, eine interessante Dreiviertelstunde, die wir hier hören durften und ich wünsche mir immer die Aufklärung, liebe Zuhörer, die Menschen haben Angst, es kann alles passieren und der Bert hat, denke ich, hier heute Abend hier schon auch ein Fundament, denke ich, gelegt, dass wir was verstehen dürfen und darum geht's und nicht immer nur Ja und Amen sagen, es ist so. Wir dürfen uns mehr hinterfragen, so denke ich. Und jetzt fragen wir erstmal hier bei uns im Publikum und mal gucken, wer ist denn am Mikrofon? Und da ist der Armin da, noch wer da, der Jenne da, Marc, bist du auch da? Ja, ist auch da und der Frank ist auch da. Ja, also 4 Gäste haben wir. Fangen wir mal von oben nach unten an, würde ich sagen. Oder, na, der Germano wollte was sagen, als erstes ist reingekommen. Guten Abend, Armin, schön, dass du da bist. Guten Abend euch allen an den Lautsprechern und Kopfhörern und überhaupt bei dieser guten Sendung. Diese ganze Impfgeschichte, ich finde, es ist ja hanebüchen, was da an falschen Informationen gesetzt wird und eine falsche Propaganda betrieben wird. Und wenn ich mir einfach nur die Dinge ansehe und ohne zu bewerten, dann stelle ich fest, dass hier wohl bestimmte Interessengruppen daran interessiert sind, dass sich möglichst viele impfen lassen, ohne hier auf die Nebenwirkungen, auf die Impfschäden, die sehr, sehr häufig auftreten, hinzuweisen. Der Rudolf Steiner hat damals gesagt, man impft gegen den Hang zur Spiritualität. Das weiß man auch, dass die ganzen Organe, Zirbeldrüse und so weiter, dass das alles damit in Mitleidenschaft gezogen wird und das ist also nicht gewollt. Und wenn man das weiterhin betrachtet, ohne zu werden, muss wohl irgendwo ein Plan dahinter sein, hier die Menschen möglichst stumpfsinnig zu machen.
Das ist das, was ich sehe. Und was ich noch sehe, das ist vielleicht ein bisschen ein düsteres Bild, ist, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Die Dummen, die es einfach, die sich die Informationen nicht holen, die ja wirklich überall verfügbar sind, die lassen sich halt impfen und haben dann mit den Problemen zu kämpfen. Und unter Umständen sind es sehr, sehr schwerwiegende Probleme. Und die anderen, die es nicht tun, die kommen mit dem blauen Auge davon. Das sehe ich leider so. Ja, absolut. Also das zeigen ja auch zum Beispiel Umfragen. Also vor kurzem jetzt gerade ist eine europaweite Umfrage gemacht worden über Impfungen. Und da zeigt sich eben, dass in den mit der Bildung, also mit der Schulbildung auch die Skepsis steigt, ja, und dass eben bei den niederen sozialen Schichten hier überhaupt keine Skepsis auftaucht, ja, also die sehr abhängig sind, die vielleicht auch nicht die Zeit haben, sich da genauer zu informieren. Also mich wundert das nicht, dass Höhergebildete hier eher eine in Skepsis entwickeln. Aber es gibt auch ein grundsätzliches Problem. Also ich denke ja nicht, dass es da ein Mastermind gibt, der sagt, so, wir machen jetzt die Leute krank, sondern das Problem ist auch, dass zum Beispiel die Behörden extrem im Bett liegen mit der Industrie. Und dass die Behörden diejenigen sind, die eben die Impfpläne erstellen und dann auch gleichzeitig diejenigen sind, die dann schauen müssen, gibt es Nebenwirkungen, gibt es Probleme, und die müssten dann sozusagen selbst ihre eigenen Empfehlungen in Frage stellen. Und das ist halt eine Eigenschaft, die bei den Menschen nicht weit verbreitet ist. Also darum gibt es ja in der Wirtschaft, gibt es zum Beispiel einen Rechnungshof. Niemand käme auf die Idee, einer Firma zu sagen, okay, du machst jetzt die Brennerautobahn und am Schluss rechnest du das ab und kontrollierst dich selber und schaust, dass nicht zu viel Geld ausgibt. Niemand käme auf so eine Idee. Aber beim Impfen ist es so, dass hier eben keine unabhängige Instanz eingeschaltet wird, sondern genau die, die eigentlich schauen, dass möglichst viele Leute sich impfen lassen, die dann Propaganda betreiben, eben die Behörden, dann auch diejenigen sind, wo du dann hingehen musst, wenn es dich erwischt hat und wenn du einen Impfschaden hast, und dann musst du dort betteln, dass das überhaupt anerkannt wird. Und 99% der Impfschäden werden entweder nicht gemeldet oder dann nicht anerkannt, ja, weil es natürlich einem Laien wahnsinnig schwer fällt zu sagen, ja, meine Multiple Sklerose, die hat nach den Impfungen begonnen, aber ich glaube, dass das mit der Impfung zusammenhängt, weil ich war immer gesund. Und dann sagen die, na, das gibt's nicht. Also das wird einfach ohne weiteres, du musst dann irgendwie beweisen, dass das vom Impfen kommt. Das ist etwas, was unmöglich ist, ja. Also dass diejenigen, die den Schaden haben, dann auch noch in die Pflicht genommen werden, das zu beweisen, etwas, das eigentlich die Behörden, die Gesundheitsbehörden machen müssten, eine Wissenschaft, die mehr oder weniger Handlanger der Industrie geworden ist, wird sich dann nicht einspannen lassen dafür. Ja, da gibt es ja auch Berichte, dass beispielsweise bei den Tests von Nebenwirkungen, dass sie da einmal mit, also es ist ja überall die Verstärker sind drin, und das ist ja, so wie es aussieht, mit eines der größten Auslöser. Und dann machen sie die Placebo-Tests auch mit dem Serum, aber auch mit den Verstärkern. Und somit haben die mit Serum, wie auch die ohne Serum, haben die gleichen Nebenwirkungen. Und es zeigt dann eigentlich, dass der Impfstoff selber keine Nebenwirkungen hat. Also so teilweise, so hanebüchen wird da vorgegangen. Man langt sich echt an den Kopf. Absolut, absolut. Mhm. Gehen wir weiter zum nächsten Gast. Das ist der Franz Reutinger, und sagt mal einen guten Abend. Na, Franz, bist du da am Mikrofon? Hm? Ja, da ist er. Hört ihr mich? Ja, jetzt darfst du mal Servus sagen. Servus, hallo. Servus, hallo Bert, hallo an alle, hallo Klaus. Super Sendung. Gratuliere dir, Bert, dass du in diese Ebene dich hineindickerst und Fakten schürst für die Menschen. Und ja, und gutes Basiswissen hier vermittelst, ist unbedingt notwendig. Ich als Energetiker
Politiker mit meinen 30 Jahren Erfahrung in diesem Bereich, also überhaupt diese Energetik, Schwingung und so weiter, mit Menschsein, Natursein, ist einfach ein Fakt, genau was hier herauskommt. Fakt eins für mich ist es, für mich, es gibt eine bewusste Instanz ganz oben, die dunkle Energien in diese Richtung steuern, dass keine unabhängigen Instanzen es gibt, dass Impfen flächenmäßig eingewoben wird, es ist gewollt und es ist einfach, es wird umgesetzt. Und da sind sehr dunkle Kräfte, wissende Kräfte am Werk und die machen das. Und unsere Aufgabe ist es, dass dieses Wissen nach unten sickert. Nach unten sickert und dann hast du den Freiflug der Oki allein. Kann das sein? Dein Internet ist ein bisschen flatterig. Versuch's nochmal. Ja, nochmal. Ja, da können wir, ja. Ja, kannst du vielleicht was sagen, was er schon zu seinen Worten ja, gesagt hat. Ja, also ich denke, dass es einfach in der Logik eines Konzerns begründet ist, dass hier Profitmaximierung gemacht wird. Und ein Konzern wird halt, das was du eben erwähnt hast, mit den Getürkten oder mit den Verfälschten, mit den absoluten Tricks, die hier angewendet werden, beispielsweise bei der HPV-Impfung, ja, da gab es eben eine neuartige, besonders aggressive Aluminiumverbindung, die hier eingesetzt wurde. Erstmals, also die hat es vorher nicht gegeben in einer Massenimpfung und die wurde dann bei der Zulassungsstudie auch in der Kontrollgruppe gegeben. Also das ist etwas, das eigentlich müsste man sagen, die Behörden, die das damals genehmigt haben, die gehören eigentlich eingesperrt. Ja? Also das ist etwas, wo man das nicht versteht. Nicht einmal, wenn man, also da braucht man keine große wissenschaftliche Ausbildung haben. Aber wenn ich einen potenziell extrem gefährlichen Stoff habe, wo ich weiß, dass der alles Mögliche anrichten kann im Organismus, wenn ich den dann auch noch verstärke und dann hier eine besonders aggressive Aluminiumverbindung verwende, dann kann ich den doch nicht auch noch in der Kontrollgruppe als Placeboimpfung einsetzen. Also das ist etwas, das normalen Menschen einleuchtet. Du hast das ja auch erwähnt, aber offenbar den Behörden leuchtet das nicht ein. Da stelle ich mir immer die Frage, ich habe das Wort auch schon öfters in verschiedensten Sendungen gehört, wir leben in einer legalisierten Staatskriminalität, so habe ich das Wort genannt. Und ich frage mich manchmal, unsere Polizisten sind ja eigentlich für die Bürger da als Schutz, sie sollen uns ja dienen. Aber man sieht, da passiert nichts. Das sind wieder interne Strukturen, weil der Polizist das nicht darf, obwohl er für uns da ist. Wir sehen so viele Machenschaften, sehen wir in unserem Land. Ich sage auch immer, Bargeldabschaffung zum Beispiel. Warum muss man uns das Bargeld wegnehmen? Ist wieder ein anderes Thema. Ich fordere immer Bargeldabschaffung für Politiker und dessen Hintermänner, ganz klar, weil wir es ja hundertprozentig kontrollieren dadurch. Denn der Bürger, der Steuern zahlt, hat auch ein Recht drauf zu wissen, was mit seinen Geldern passiert. Und jetzt will man es für uns tun, damit wir weiter kontrolliert werden. Man kann doch so langsam, nicht so langsam, man erkennt es doch, da passieren Dinge, die sind anders gedacht von den Lobbyisten aus, wie man mit uns Menschen umgeht. Und jetzt ist die Frage, werden wir das Erwachungsprinzip in uns entdecken und auch anders denken und sagen, na, so wollen wir nicht mehr. Das ist die Frage. Wer ist stärker? David gegen Goliath? Wir sind mehr. Ja, also wir sind wirklich am Weg in eine Diktatur der Konzerne, in eine Weltdiktatur der Konzerne. Und man sieht, in den USA ist es schon so, dass, also vor kurzem hat es eine seriöse Untersuchung gegeben, dass in den USA 50% aller Nachrichten im TV oder in den Medien Fake News sind. Ja? Also dass hier eine derartige Verdummungsoffensive gestartet wird, wo
einfach nur noch die Gelder, die eben in die Sender gegeben werden, Lobbyistengelder sind und dann das rauskommt eben am anderen Ende in den Zeitungen und in den Medien, was eben Lobbyisteninteressen sind. Und gegen so etwas zu regieren und hier auch vernünftige Ansätze zu bringen, ist fast schon unmöglich, weil du hast eben jeden Journalisten, jeden Politiker, der eben hier etwas Vernünftiges versucht, der ist umkreist von 10 Lobbyisten, die versuchen, Gesetze eben zu unterbinden. Also hier ist es irrsinnig schwer für eine Demokratie und auch für einfache Menschen, hier noch ein Gegengewicht zu machen. Und darum gibt es auch so ein großes Misstrauen auch schon gegen diese Art der Bevormundung, gegen diese Art der Politikmache. Die Politiker haben irgendwann mal gute Ideen gehabt, um in die Politik einzusteigen. Nur wir wissen auch, dass der Politiker, der da oben sitzt, gar nicht mehr seine Ideen vertreten kann. Da gelten ganz andere Regeln. Das lassen wir einfach mal so von meiner Seite aus so stehen. Es sei denn, du möchtest noch was sagen dazu, Bert, sonst gehe ich weiter direkt. Ja, na, ich wundere mich auch zum Beispiel in der Diskussion um die Impfpflicht, die jetzt aufgekommen ist in Deutschland und in Österreich. Und dass hier eben auch zum Beispiel die Grünen teilweise fürchterliche Statements abgegeben haben, die eben dann für die Impfpflicht eintreten und hier Angst haben, dass sie eben dass sie hier von der Meinungsmache in den Medien dann ausgeknockt werden, dass sie hier sozusagen Wählerstimmen verlieren würden. Aber es gibt, glaube ich, so viele gute Argumente, die hier gegen eine Impfpflicht auftreten, dass einfach also es ist im Prinzip eigentlich nur das Aufspringen auf eine Welle, auf eine Emotion, die eben von der Industrie gesteuert wird, die von den Lobbyisten verbreitet wird und wo dann auch zum Beispiel Parteien wie die Grünen dann teilweise überrumpelt werden, ja, wo einfach diese Intelligenz dann nicht vorhanden ist, zu schauen, wo geht's hier eigentlich hin, ja, dass wir essentielle Bürgerrechte verlieren, dass wir hier fürchterliche Probleme in die Familien hineinbringen, dass hier teilweise in den Kitas, in den Kindergärten, in den Volksschulen die Kriege ausbrechen, wo fanatisierte Eltern auf Ungeimpfte losgehen, wo die Kinder dann als Bioterroristen eben nicht mehr eingeladen werden zu Geburtstagsfeiern. Sogar in Deutschland ist es ja so extrem, dass dort zum Beispiel bei Windpocken, also was wirklich eine der einfachsten, simpelsten Infektionskrankheiten ist, die letzte Kinderkrankheit, wo wirklich niemand Probleme hat, dass hier das Jugendamt schon einschreitet und die Leute, wenn sie nicht geimpft sind, müssen sie 2 Wochen zu Hause bleiben. Ja. Die Frage ist für mich, wo kriegen die vom Jugendamt ihre Informationen her, wo werden sie geschult? Da dürfte man mal hinterfragen, liebes Jugendamt. Wir wissen, dass es ein Milliardenkonzern mittlerweile, Geschäftemacherei ist auch mit den Kindern, leider Gottes, Kinderheime, Entziehung der Kinder ist wieder ein anderes Thema, gehört aber auch damit zusammen. Wenn man überlegt, was da alles hintersteckt, uiuiuiui. Ja, und es sind auch die Ärzte teilweise nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, das Jugendamt zu informieren. Wenn da Eltern zu ihnen kommen und sagen, ich glaube, mein Kind hat Windpocken, dann sagen die Ärzte, ich muss jetzt vom Gesetz wegen das Jugendamt informieren. Also das ist etwas, wo du wirklich mittlerweile schon in einem diktaturähnlichen Betrieb bist, wo hier wirklich, also die Ärzte, die ich kenne, die sagen, bitte erzählt's mir das nicht, weil bleibt zu Hause am gescheitesten, weil normalerweise braucht man eh keinen Arzt, wenn man Windpocken hat, weil das so eine einfache Krankheit ist. Es ist, man kommt hier in so einen Teufelskreis, dass am Ende nachher dann musst du dir eben wochenlang Urlaub nehmen und ein ganz gesundes Kind zu Hause halten und ist natürlich auch wirtschaftlich fürchterlich, nicht? Also wenn wir nochmal hier ansetzen, ein gesunder Organismus, der kommt zur Erde, bekommt schon ganz früh in den Jahren eine Spritze mit Aluminium drin, das Immunsystem geht auf die Barrikaden, statt
das Immunsystem natürlich zu entwickeln zu lassen, um zu beobachten, was passiert mit dem Kind und dann dementsprechend die normalen Kinderkrankheiten, was ja auch die Stärkung des eigenen Immunsystems dann ist, auch dementsprechend auch wahrnimmt und auch lässt, sollte man nicht mit solchen Stoffen wie Aluminium, Quecksilber in den Stoffen, das ist eindeutig eine Schädigung, das ist ein Toxin. Ich sage auch, Alkohol ist ein Toxin, das ist so, ist meine Meinung. Kann das auch erklären, aber nicht in der heutigen Sendung, das machen wir ein andermal. Das bedeutet für mich, Impfungen sollte man gänzlich erstmal gar nicht machen. Ich selber habe Masern, Mumps gehabt, alle typischen Krankheiten habe ich gehabt. Ich habe nur die Schluckimpfung bekommen, wie ich vorhin ja schon sagte, und in der Pflege diese Impfungen. Ich kenne Familien, die sind nicht geimpft. Die Kinder sind puppelgesund, die nicht geimpften Kinder. Und die anderen auf der anderen Seite haben überwiegend viele Allergien und ja, sind hyperaktiv oder irgendetwas. Und da sind wir beim Thema wieder heute Abend. Ja, es ist ja, wenn man sich anschaut, die Seuchenzeiten, die Infektionszeiten sind ja lange vorbei. Ja, das ist ja, das hat sich ja abgespielt in den Tiefen des 20. Jahrhunderts, dass die wirklich ein Problem waren. Heute ist es so, dass wir ganz massive Probleme haben mit diesen sogenannten Zivilisationskrankheiten, mit Allergien, Autoimmunkrankheiten, Entwicklungsstörungen, ADHS, Autismus, aber auch Lernschwächen und solche Dinge. Und man kommt immer mehr drauf, dass hier das Immunsystem auch eine Rolle spielt. Dass hier, also man weiß, dass der Großteil der Krankheiten von einem hyperaktiven, aggressiven Immunsystem ausgelöst wird. Und was macht das Immunsystem aggressiv? Das ist in erster Linie, sind das eben, es gibt andere Dinge auch noch natürlich, aber nichts greift so intensiv in die Funktion des Immunsystems ein, wie Impfungen. Wir geben das Wort mal in der Runde. Wir gehen zum nächsten Gast rüber. Frank, der Franz ist noch da. Franz, hast du noch mal, dein Internet ist vielleicht jetzt ein bisschen stabiler, bevor dem Armin noch mal rankommt und dann haben wir den Jenny auch noch da. Franz, ja, gib dem Franz noch mal kurz das Wort. Franz, dein Mikrofon. Ja, danke. Entschuldigung, mein Internet ist wieder eingegangen. Hoffentlich ist es jetzt stabiler. Ja, also meine Erfahrung ist einfach die, es geht um, wie gesagt, es ist gewollt. Es geht um Selektion. Selektion der Stärkeren über die Zeit herauszufiltern. Die Schwächeren, nicht so gebildeten, ja, gehen in die Selektion rein und machen die blutigsten Erfahrungen. Und über diese Erfahrungen werden sie dann aufgescheucht, wenn in der Umgebung ein Impfschaden entsteht. Interessant ist die Bildung. Also Bildung, Kopf und Herz gehören zusammen. Die Herzlosen, die Anlagen haben, die kein Mitgefühl oder eine geringe Anlage haben von Mitgefühl und Empathie und mental stark sind, gehen in die universitäre Ausbildung, machen ihre Karriere und können diese Empathie, den Grundempathiebereich im Herzchakra nicht halten und vollziehen diese unmenschliche, schwarzmagische Geschichte der Selektion. Und ja, was bleibt über? Es bleibt über die Erfahrung der Menschen und dass die Herzmenschen, die eine Empathie gut angelegt haben, sich auch bilden in Form der Bücher, in Form von Beratung. Und es ist einfach der brutale Weg, über die schmerzliche Erfahrung der Impfschäden und der Auswirkungen mit Aluminium im Gehirn plus G4. Also wenn du Aluminium in dein Nervensystem eingearbeitet hast und dann mit G4-Strahlung auch noch oder G5 dann in Berührung kommst, dann hast du ein Nervenleiden und du bist hypersensibel und hyperaktiv und psychisch an der Grenze. Wieder eine Selektion. Es bleiben Menschen über, die stark sind, genpoolmäßig stark sind, die über die Impfungen hinwegkommen, gedämpft sind, über die Zirbeldrüsen, sind einfach Befehlsempfänger mit starker Biologie und das wollen, das will das System. Und darum ist es ganz wichtig,
diese Impfgeschichte so durchzuziehen, in diesen Wahnsinn der Impfpflicht, ja. Und wenn die Pflicht, wenn Impfpflicht kommen würde und es stehen die Menschen von den Herzen nicht auf, zu 100.000 vor den Parlamenten und sagen, wir sind freie Menschen, im Geiste frei, sondern lassen sich die Impfpflicht von diesen herzlosen, mental gestärkten Robotern aufoktroyieren, ja, dann geht es wieder eine Spur weiter mit Schmerz. Und das ist die traurige Richtung, in der wir unterwegs sind. Danke. Ja, also Empathie ist wahrscheinlich das, was mich auch am meisten eigentlich hingeführt hat zu diesem Thema, weil ich eben so viele Probleme gesehen habe, auch in meinen Filmen, weil ich mit so vielen Menschen Kontakt habe, weil ich von Leuten angeschrieben werde. Und ich verstehe es ja teilweise auch nicht, gell? Also beispielsweise bei meinem Film Die Akte Aluminium, da gab es eine große Reaktion in Bezug auf Deos mit Aluminium. Da haben wir eben porträtiert, das gezeigt, auch mit wissenschaftlicher Forschung, dass Brustkrebs in einem engen Zusammenhang steht mit der Anwendung von Aluminium-Deos, weil nämlich genau in diesem Quadranten der Brust, der in der Nähe ist, der Achsel, sich seit den 30er Jahren die Zahl der Tumoren verdoppelt hat. Also wir haben heute 60% der Tumoren in der Brust in dem Quadranten, der neben den Achseln ist. Und hier gab es dann einen Aufschrei, hier gab es dann eine Reaktion, auch der Konsumenten, auch der Bevölkerung, und die haben dann sind dann in die Drogeriemärkte gegangen und haben gesagt, wir wollen Deos ohne Aluminium. Und da hat dann eben die Kosmetikindustrie reagiert und mittlerweile gibt es eben ganz viele Deos ohne Aluminium. Aber, und das bringt mich eben zum Thema Impfen, bei Deos geht nur ein kleiner Prozentsatz von dem Aluminium, der in den Deos ist, geht ins Gewebe hinein, geht dann in die Brust hinein, macht dort Probleme. Aber beim Impfen, da gehen 100% des Aluminiums unter die Haut, in den Muskel hinein. Und es gibt mittlerweile Dutzende von Autoimmunerkrankungen, wo das Immunsystem gegen Muskelzellen losgeht. Und das ist eine unmittelbare Folge. Also das Aluminium verstärkt ja nicht nur die Impfstoffe, sondern das wirkt ja auch im Gewebe wie ein Adjuvans, wie ein Wirkverstärker. Und es macht dann eben auch Verbindungen mit den Muskelzellen, sodass das Immunsystem heiß wird auf die eigenen Muskelzellen. Ja? Also hier gehen 100% des Aluminiums unter die Haut. Man weiß nicht, was es dort macht. Es verbindet sich im Zufalls, im Random-Modus mit allen möglichen anderen Zellen, lebende Zellen oder auch mit Fremdstoffen. Es macht Reaktionen, die völlig unvorhersehbar sind und niemand wundert sich drüber und jeder akzeptiert dieses Problem. Also hier müsste es eigentlich auch von Seiten der Bevölkerung eine größere Abwehr geben, so wie bei den Deos. Wenn die Menschen wirklich zu den Ärzten gehen und sagen, gibt es eine aluminiumfreie Alternative, gibt es sichere Impfstoffe, dann würde hier auch sozusagen bei den Ärzten selbst, bei den Pharmakonzernen einmal wirklich die Glocken läuten, weil es gibt diese Alternativen derzeit nicht. Frank, dein Mikrofon nochmal. Ja, es ist der Nagel am Kopf, was du sagst. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied, ob du die Industrie hernimmst, wo Deos erzeugt werden, oder ob es um Pharma geht. Das sind zwei Paar Schuhe. Und im Prinzip also, es ist ein positiver Ansatz, wenn man das bei den Deos sieht. Und es ist auch der Zeitgeist und eine sehr positive Entwicklung, die du erlebst oder die wir erleben, als Beispiel Deo. Und dort wird vielleicht angeschlossen werden an dieser Entwicklung, aber Pharmaindustrie und Pharmaabhängigkeit und Ärzteglauben und diese ganze Erziehung, die wir genießen,
ist einfach eine nächste Schuhnummer. Und ich hoffe, dass die Impfschäden publiker werden. Meine Erfahrung ist, du hast das sicherlich viel mehr als ich, aber meine Erfahrung ist, wenn Mütter mit impfgeschädigten Kindern gekommen sind, 1, 2, 3 bei mir in den letzten Jahren, arglos unterwegs waren, geglaubt haben, aber durch diesen Zusammenhang sich selber dann hinsetzen und Mütter suchen, auch Kinder zu finden, die ähnliche Symptome haben. Ich kann mich erinnern, bei einer war es mit 1,5 Jahren, dass die Insulinproduktion, die Bauchspeicheldrüse aufgehört hat zu arbeiten nach Impfung. Die Mutter hat sich dann hingesetzt und hat recherchiert und hat viele Mütter gefunden und hat dann einen Stammtisch gegründet und so weiter. Und da ist die Kraft von innen gekommen, um die Zusammenhänge zu erarbeiten. Und das sind, glaube ich, die tatsächlich möglichen Gegenkräfte gegen die übermächtige PR- und Gehirnwäsche, die Milliardeneinsatz über unsere Kinder, über uns hereinrollen und nur über Angst hier die Umsätze machen können. Und wir glauben, dass wir gefesselt sind. Ja, also hier ist es eben leider das Problem, dass eben diese Eltern oft erst auf diese Probleme stoßen, wenn es ihre eigenen Kinder getroffen hat. Also ich möchte dazu beitragen, dass es eben nicht diesen unglaublichen Leidensdruck braucht, dass es hier endlich einmal ein Aufwachen gibt, auch in der Gesundheitspolitik, dass eben hier auch einmal demokratische Bewegungen dieses Thema aufgreifen und hier sagen, wir wählen euch nicht mehr, wenn ihr euch nicht endlich durchsetzt gegen diesen Druck der Pharmaindustrie. Dass hier eben auch endlich einmal Parteien oder Bewegungen, neue Bewegungen kommen, die sagen, wir möchten gerne, dass die Behörden wieder für uns arbeiten und nicht für die Pharmaindustrie. Dass es hier Schluss ist, endlich mit diesem unerträglichen Lobbyismus, der eben hier in den Behörden Einzug gehalten hat. Man glaubt ja mittlerweile, man spricht mit einem Pharmavertreter, wenn man zum Beispiel in der EU, in der Europäischen Arzneimittelagentur, wenn man mit diesen Menschen spricht. Ich habe jetzt für meinen neuen Film auch viel Kontakt eben zu den Behörden, weil hier eben meiner Meinung nach das Wurzel des Übels ist, wo eben ein unglaublicher Postenkarussell stattfindet, wo eben die Leiterin der Behörde dann in die Pharmaindustrie wechselt, von der Pharmaindustrie wechseln welche in die Behörden hinein. Es gibt fast niemand mehr, der hier sozusagen sich noch erinnert, von wem er eigentlich bezahlt wird. Und das sind eigentlich die Menschen, das ist die Bevölkerung, die Gesellschaft und nicht die Industrie. Aber es ist eben schwierig, hier ein Umdenken zu bewerkstelligen. Wir geben uns Mühe, wir versuchen es auf jeden Fall hier. Und jetzt gibt der Armin das Mikrofon und dann den Jenne und den Marc haben wir noch gar nicht gehört. Armin, du flackerst schon die ganze Zeit mit dem Mikrofon. Danke dir erstmal, Franz Reutinger, hat auch bald eine Sendung, schaut in den Sendeplan. Armin, dein Mikrofon. Ja, wir werden halt nicht umhinkommen, uns wieder der Selbstverantwortung zu stellen. Um die geht's nämlich, weil die meisten Menschen geben nämlich hier ihre Selbstverantwortung an die Typen in dem weißen Kittel ab, weil sie meinen, dass die ihnen helfen können. Ich muss mich outen, ich bin übrigens der absolute Hero. Ich habe die Windpocken überlebt, also ihr könnt mir jetzt gratulieren. Und in meiner Erinnerung war es eigentlich überhaupt gar nicht schlimm, hat das ein bisschen gejuckt. Und die ganzen Geschichten, also über die Behörden und so weiter, die du erzählst, das ist natürlich alles sehr, sehr lobenswert, diese Intention, dass du hier diese, ich sag jetzt mal einfach auf gut Deutsch, Flachpfeifen aufwecken willst. Aber ich denke, dass die wohl wenig Interesse haben, aufgrund ihrer Saläre, die sie teilweise unter dem Tisch zugeschoben bekommen, oder ja, teilweise sind es auch Motivationen, also Angebote, die man nicht ablehnen kann.
ist es natürlich sehr, sehr schwierig, hier über diesen Weg, dass die Behörden das irgendwie kapieren, zu gehen. Also geschickter wäre in meinen Augen wirklich, wenn die Menschen endlich wieder hier in ihre Kraft und vor allem in ihre Verantwortung kommen, dass sie für sich selbst verantwortlich sind und sich nicht an irgendeinen Arzt wenden, der unter Umständen die Praxis vom nächsten Pharmaunternehmen bezahlt bekommen hat und dafür halt dann ihre Mittel verticken muss. Das ist alles so vielschichtig, das Ganze, und da braucht es wirklich einen Neuanfang. Okay. Ja, also ich glaube auch nicht, dass man diese Flachpfeifen oder wie du sie genannt hast, dass man die aufwecken kann. Ich möchte gerne, dass sie ersetzt werden. Ja? Ich möchte gerne, dass über eine neue politische Bewegung, eine neue demokratische Bewegung hier eben Druck ausgeübt wird, dass eben keine Lobbyisten mehr in den Behörden sitzen. Ich möchte gerne, dass wir zum Beispiel es schaffen, dass eben neue Impfungen oder auch andere Medikamente, dass die nicht mehr von den Pharmakonzernen von vorn bis hinten kontrolliert werden, diese Zulassungsstudien, sondern dass ein Pharmakonzern, wenn er eine neue Impfung beispielsweise hat, muss er eben seine Impfungen hergeben. Dann gibt es ein unabhängiges wissenschaftliches Gremium, wo eben hier die Studien durchgeführt werden und nach 3 Jahren oder was auch immer, wie lange das dauert, bekommt dann der Konzern eben seine Ergebnisse. So ist die Studie ausgegangen und damit kannst du jetzt zur Zulassungsbehörde gehen. Also wir brauchen einfach eine Zwischenschaltung von neuen, demokratischen, starken, lobbyfreien Organisationen, die wissen, dass sie den Bürgern verpflichtet sind. Ja. Danke, hast du doch gut gesagt. Jenne, dein Mikrofon. Ja, erstmal möchte ich mich bedanken und also super Arbeit, Bert. Und das, was du so erzählst gerade auch, das ist ja genau der Punkt, worum es geht, dass da das endlich geändert wird und da die Lösungen dann auch kommen. Dennoch möchte ich gerne nochmal, du hast uns vorher noch von der Empathie angesprochen. Und wir Menschen, also wir, unsere Gehirnhälften, die arbeiten ja eigentlich im Einklang. Ja, und so sind ja die Gehirnhälften getrennt voneinander. Und so waren wir gerade dumm genug, das nicht zu begreifen und schlau genug zu arbeiten. Also diese ganzen niederen Arbeiten, die ja, also wir leben ja in der modernen Sklaverei. Und die würden ja, ne, wenn wir als Kinder schon nicht geimpft werden würden, wären wir ja alle hochintelligent und würden ja, was weiß ich nicht machen, bloß aber nicht mehr hier diese niederen Arbeiten, um dieses ganze Netzwerk hochzuhalten. Und ja, da wollte ich nur mal drauf hinzeigen. Ja, also bin ich ganz bei dir. Also das ist eine Abhängigkeit, in der unsere Gesellschaft insgesamt gekommen ist. Ja. Also, aber ich denke doch und ich hoffe es. Also ich bin jetzt gerade fast fertig mit meinem neuen Film. Da geht es eben um das Impfthema, um das Aluminiumthema. Und ich versuche und ich habe eben, und das ist das, was mich auch irgendwie aufrecht hält und was mir Mut gibt, dass ich, also mir hat einmal eine Wissenschaftlerin, die eben auch Impfstudien gemacht hat, die hat gesagt, wir sind in einem System gefangen, wir können nicht mehr aus dem System heraus. Wir brauchen Impulse von außen. Wir sind chancenlos in diesem Geflecht von Wissenschaft. Wissenschaft ist ja auch immer mehr und mehr so eine Art Gunstgewerbe. Ja? Also Wissenschaftler werden ja immer mehr und mehr abhängig gehalten, sind eigentlich, sie erbringen die Beweise, die sich der Konzern wünscht. Ja? Also das ist aber die anerkannte Wissenschaft. Wir haben ja auch noch die freien Wissenschaften. Genau, und die könnte man hoffentlich auch ermutigen. Also ich habe zum Beispiel erlebt mit dem Aluminiumfilm, dass eben junge Wissenschaftler dann gesagt haben, jetzt habe ich eine Idee für meine Doktorarbeit, jetzt habe ich eine Idee, wie ich eben das erforschen könnte, dass man muss die Leute ermutigen, ja, und man muss schauen, dass man auch von außen Impulse gibt. Das ist etwas, was ganz wichtig ist und wo ich denke, dass hier einfach ein unabhängiger Journalismus
eine wichtige, große Rolle hat. Das Problem ist ja auch teilweise der Niedergang des Journalismus, den wir erleben. Also wir haben ja hier, vor kurzem habe ich zum Beispiel mein Spiegel-Abo gekündigt. Ja, es ist eher ein paar Mal schon an der Grenze gewesen, aber wie sie dann den Aufmacher gemacht haben über die Redaktion fordert die Impfpflicht. Ja, das ist die Aufgabe der wissenschaftlichen Kontrollfunktion. Das ist die unterwürfigste Angelegenheit, wo ich mir wirklich nur noch gegraust habe, wie ein derartiges Leitmedium wie der Spiegel sich hier gemein machen kann mit den niedrigsten Lobbyinteressen. Da kann man ja jetzt wieder Donald Trump wieder sagen, ist er ja gar nicht so schlecht unterwegs. Er macht ja nicht alles gut. Jeder Politiker hat Leichen im Keller, das möchte ich auch nochmal sagen. Jedoch hat er sofort von Anfang an, wo er Präsident gesagt hat, Fake News, Lügenpresse, geht raus hier. Ja. Da hat er zumindest was gezeigt. Wir machen neutralen Journalismus hier auf Okidok. Wir präsentieren das Leben der Menschen. Wir setzen den Referent. Du bist heute zu mir gekommen. Ich habe dich gefragt. Du bist eingeladen worden. Und das ist dein Thema. Und das ist neutraler Journalismus und vor allem live. Weil alles andere, was zusammengeschnitten ist, wird verändert. Und das sollte man neu definieren. Und ich finde, Politik sollte man live immer senden und auch nicht hinter geheimen Kulissen. Das ist ja immer so schön. Ne? Ich denke, die Verantwortung sollten wir sehen dürfen, hören dürfen. Und alles andere ist dann geheimnisvoll. Nee, und deswegen sieht die Welt vielleicht so aus, wie sie heute ist. Na gut, Donald Trump hat ja auch den Leidensdruck in seiner eigenen Familie. Ja, sein Sohn ist ja auch im autistischen Spektrum und seine Frau hat eben gesagt, sie glaubt, dass das nach den Impfungen aufgetreten ist, diese Störungen, die ihr Sohn hat. Und aber man sieht ja auch, wie hier auch der Lobbyismus arbeitet. Nicht? Am Anfang hat er noch gesagt, er wird hier sehen, was mit dem Impfthema ist, er wird sich dafür einsetzen. Tatsache war, dass er jetzt überhaupt nichts mehr davon redet und nach wie vor also eher noch in die Gegenrichtung geht. Also er wird ja auch instrumentalisiert er ist ja ein Machtmensch, der auch weiß, wo die großen Mächte sind und sich damit nicht wirklich anlegt. Am Anfang hat er eben hier ein paar Meldungen gemacht, die eben aus der persönlichen Betroffenheit kommen, aber das Impfthema ist in den USA völlig Lobbysache. Ja, das auf jeden Fall. Jenne möchte noch ansetzen und dann sagen wir nochmal dem Marc und danach gehen wir nach dem Marc, wenn wir gehört haben, in die Musikpause rein. Jenne, nochmal für dich. Ja, also da würde ich auch gerne nochmal mit einhaken mit diesem Autismus. Wir haben hier auch einige oder viele Fälle im Umkreis und ich habe mich dann auch einfach mal getraut zu fragen, wie das denn passiert ist, ob sie denn so auf die Welt gekommen sind oder ob das erst nach den ersten paar Monaten aufgetreten ist. Und bei den meisten war die Aussage, dass es erst nach ein paar Monaten aufgetreten ist. Und ein paar waren auch dabei, wo es gesagt haben, das war seit der Geburt da. Ja? Also hier wird sicher, also ich sage nicht, dass es in der Wissenschaft, in der Medizin ist ja das wenigste monokausal. Es gibt monokausal ist, wenn du auf der Straße gehst und ein lockerer Dachziegel fällt dir auf den Kopf, das ist monokausal. Aber so etwas ist selten. Ja. Die meisten Dinge, die haben verschiedenste Ursachen und es hat auch viel mit den genetischen Hintergründen zu tun. Und manche sind eben anfälliger, manche nicht. Aber beim Autismus gibt es viele Belege dafür, dass eben zum Beispiel eine große Studie, die ich einmal porträtiert habe, in den USA gibt es ja mittlerweile Autismuszentren, die haben 4.500 Betroffene in einem einzigen Autismuszentrum. In Österreich wird es auch immer mehr. Zum Beispiel habe ich vor kurzem einen Film gemacht über ein Autismuszentrum, das neu gegründet wurde,
in St. Pölten in einer kleinen Stadt und da habe ich mit der Chefin gesprochen. Sie hat gesagt, wie sie vor 20 Jahren junge Ärztin war, da sind alle zusammengelaufen, wenn es irgendwo Autisten gegeben hat, weil sie das interessant fanden. Mittlerweile gibt es so derartig viele Autisten, dass sie eben ein eigenes Zentrum machen mussten. Also es ist ja nicht so, dass das in den USA bleibt. Es kommt natürlich auch nach Europa. Und man weiß, dass es viel mit dem zusammenhängt, eben mit den frühen Impfungen im ersten Lebensjahr, mit diesen Eingriffen ins Nervensystem, das sich gerade entwickelt, ins Immunsystem, das völlig unreif noch ist und das hier mit Dingen konfrontiert wird, die einfach das Immunsystem teilweise vollkommen überfordern. Ja, wir gehen jetzt nochmal zum Marc rüber. Danke dir, Jenne. Und dann möchte ich nochmal in dem letzten Drittel der Sendung nochmal auch auf den Film nochmal ein bisschen eingehen und deine Bücher nochmal, wo man sie also wirklich kaufen kann. Du stellst sie nochmal ganz kurz vor. Und der Film auch an und für sich ist meine Frage, ob er auch in den Kinos hoffentlich bald zu sehen ist. Die beantworten wir nachher, die Frage. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zum Markin, guten Abend, Marc. Hast lange gewartet, Geduld gehabt. Dein Mikrofon. Ja, ne, ich habe ja auch in der politischen Diskussion verfolgt, sedierende Spritzen in der Psychiatrie unter Bedingungen, die sind unsäglich. Also so Betonspritzen werden die genannt, ja, von den Patienten. Betonspritzen, die dich lähmen. Und dann kam heraus, beim Bundestag wurde das groß angesprochen, Menschen haben da also Nervenschädigungen hinter sich, ein zappelndes Bein und so eine Geschichten. Und dann stellt sich natürlich wieder heraus, in der breiten Gesellschaft gut angekommen und satt in der Familie, der oberste Chef, der Angestellte, natürlich gut verbunden mit der Pharmalobby, der Politik der regionalen und den Ärzten, sagt, ja, ich muss halt meine Angestellten schützen und dann spritzen die munter weiter die Patienten weg. Also ich muss sagen, es muss wieder sowas wie ein hippokratischer Eid her oder ein Genfer Gelöbnis, wie das heißt, dass der Arzt für den Mensch da ist und nicht für das Geld. Ja, also am wenigsten, das Wichtigste ist eben nicht zu schaden. Ja. Aber hier, also teilweise hat man das Gefühl, dass diese Logik hier wirklich abgeschaut ist, auch von der Logik der Tierfabriken, ja. Dass hier eben versucht wird, alle möglichen Keime, die werden sofort per se als Krankmacher gesehen. Und es wird gegen alles mögliche Antibiotika gegeben, es wird geimpft, es wird sofort Entzündungshemmer gegeben, was auch immer. Also ich war zum Beispiel, ich habe gefilmt in Tierfabriken. Also das war so ein Schweinemast. Also wenn man da reingeht, allein schon die Schleuse, wie man die Kamera einwickeln muss, wie man hier als Astronaut durchgeht, wie man hier sauber sein muss. Ja? Also das ist überhaupt kein Vergleich. Ich habe auch viel in Operationssälen gefilmt. Ja? Aber in einer Schweinefabrik, da musst du eben schauen, dass du ja kein Keim mitbringst. Ja? Weil die armen Tiere dort so, die haben kein Immunsystem mehr. Ja? Und das ist ja auch etwas, was irgendwie mir scheint, das ist auch ein Ziel der Pharmakonzerne, das Immunsystem der Menschen und der Tiere zu ersetzen durch ihre Medikamente. Also hier wird versucht eben zu schauen, wir machen für dich die Abwehr der Keime und der Bakterien, der Viren und dafür nimmst du halt von uns jede Menge Medikamente. Und das Problem dabei ist eben, dass die dann kein eigenes Immunsystem mehr haben. Und wenn dann durch Zufall irgendein Wildvirus kommt, dann sterben gleich 10.000 Schweine oder 300.000 Puten, was auch immer, wie man da bei der Vogelgrippe gesehen hat. Hühner in Freilandhaltung würden nicht einmal einen Husten kriegen, wenn sie so ein Virus kriegen. Ja, aber wenn die natürlich kein eigenes Immunsystem mehr haben. Und wir sind leider am Weg, dass wir auch bei den Menschen immer mehr und mehr diese Logiken der Tierfabriken übernehmen. Und die Leute krank machen und dann eben sagen, ja, wenn ihr alle möglichen Medikamente nehmt, das ist dann fast so gut wie euer ursprüngliches Immunsystem. Also es ist eigentlich das Immunsystem gekapert worden von der Pharmaindustrie. Ja, so was die mit den Tieren machen, kommt mir vor,
wird auf Mensch auch umgesetzt und darüber dürfen wir alle nachdenken. Jetzt gehen wir in die Musikpause. Neil Young, einer meiner Favoriten, die du heute mitgebracht hast, Heart of Gold und das Herz aus Gold, und das dürfen wir jetzt auch spüren. Und sag mal, Musik ab und wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Und zurück sind wir wieder auf Okitalk. Hallo da draußen. Ja, eine Sendung, die zum Nachdenken anregt, eine Sendung, die doch dem einen wieder das Kopfschütteln gibt, weil wir doch das gar nicht wissen wollen. Und die Wahrheit ist oft so klar, so sage ich, und manchmal kommt die Wahrheit einfach nicht an, weil wir so in unseren Denkmustern oft gefangen sind. Was wir essen, was wir trinken, so sagen wir, das sind wir. Und darüber dürfen wir auch nachdenken. Ich sage auch, Mikrowelle raus, ganz eindeutig. Supermärkte, 90% der Stopfmittel, nicht Lebensmittel, Nahrungsmittel, so betone ich das. Lebensmittel ist ja der Baustein, der uns gesund hält und ein Leben hält. Darüber dürfen wir nachdenken. Und das bekommen wir in den Medien immer zu Gesicht. Wir haben heute über Lobbyismus gesprochen, wir haben über Strukturen gesprochen und Nebenwirkungen in unserer Gesellschaft, wundern uns, dass wir krank werden, dass es uns nicht gut geht. Aber nicht nur das, es gibt auch die andere Seite, die gute Seite, die Menschen wie Bert E. Gartner heute bei uns ist, der darüber redet, ein Mensch, der einfach auch mal hinschauen möchte und euch da draußen erreichen möchte. Denn dieses kontroverse Diskutieren ist so wichtig, denn in der Sprache können wir lernen, Erkenntnis zu bekommen. Und Erkenntnis heißt auch wieder, eine neue Bewegung zu setzen. Und das wünsche ich mir auch mit der heutigen Sendung. Der Bert hat mich vor der Sendung noch gesagt, vor der Musikpause gesagt, er hat ja einen Film. Und ich wünsche mir natürlich sehr, dass so ein Film die breite Massen erreicht und das Kino. Wie sieht denn das überhaupt aus? Gibt es da schon einen Kinostart oder ist da was in der Planung? Wie sind die Reaktionen? Solche Filme wie der Film aus Amerika, den ich genannt habe. Next. Ja, genau, danke. Ist ja auch einer, den man überhaupt nicht in den Kino laufen lassen möchte. Oder ein Holger Strom, Friedlich in die Katastrophe, war auch einer, da ging es um die Atomlobbys. Hat man so boykottiert ohne End, auch viel Aufklärung gemacht worden ist, darüber auch sehr professionell gedreht. Greenpeace war ja und hat den sogar befürwortet, damals den Film. Aber dann wollen sie nichts mehr davon wissen, weil da von anderweitig wohl ein Druck entsteht. Lobbyismus, wie auch immer. Fragezeichen dürfte selbst beantworten. Wie sieht's denn bei dir mit deinem Film aus? Also mein Film hat mittlerweile eine Geschichte, der ist jetzt schon im vierten Jahr. Also ich habe viel gedreht schon. Also wir haben den Film versucht, auch im Mainstream zu verankern. Das geht halt nur, wenn man Förderungen bekommt, wenn man dann eben auch in der offiziellen Schiene drinnen ist, wenn man zum Beispiel Vorverträge unterschreibt mit TV-Stationen. Und ich habe ja schon ungefähr, ich weiß jetzt nicht genau, aber ungefähr 20 Filme gemacht, die eben bei großen TV-Stationen ausgestrahlt wurden, bei ZDF, bei Arte, bei ORF, WDR. Bei dem Film, den ich jetzt eben, wo es eben geht, um die Wirkung von Impfungen, um die Bedeutung von Aluminium in Impfstoffen, da haben wir 1,5 Jahre lang eben versucht, in diese öffentliche Schiene reinzukommen und sind 5-mal abgeblitzt von den Förderstellen. Also wir haben hier wirklich also Erfahrungen gemacht, die ich keinem Filmemacher wünsche. Und wir haben dann eben uns trotzdem nicht abschütteln lassen. Ich habe eben eine eigene Filmfirma gegründet, eine Produktionsfirma. Ich habe einige Freunde gefunden, auch Menschen, die mir helfen, hier auch Geld dazu beigetragen haben. Und wir machen den Film jetzt einfach unabhängig fertig. Ja? Also wir machen den unabhängig fertig. Es gab hier manche Dinge, wo wir schon TV-Verträge bekommen hätten, aber da hätte ich wieder die ganzen Rechte verloren, da hätte ich wieder nach der Pfeife tanzen müssen, der TV-Redakteure.
die ja irrsinnige Bedenkenträger sind, die sich beim Thema Impfen fast nichts trauen. Ja? Und ich wollte eben keinen lahmen Film machen, sondern ich wollte eben zeigen, wie es zugeht. Ja? Zeigen, wie hier wirklich die Interaktion ist zwischen den Behörden, zwischen der Pharmaindustrie und der Wissenschaft, was es hier für schwarze Löcher an Wissen gibt. Und jetzt haben wir eben den Film fast schon abgedreht. Wir werden jetzt einmal anfangen mit den Rohschnitten. Ich sitze jetzt den ganzen Sommer im Schneideraum und wir hoffen eben, dass der Film dann gut wird. Wir wollen auf die Festivals gehen als komplett unabhängiger Film. Und das ist etwas, was im System normalerweise nicht vorgesehen ist, ja, ohne Förderungen auf Festivals zu gehen. Und ich hoffe, der Film wird so gut sein, dass er dann doch auf, dass es dann eben manche Festivals gibt, die sich trauen, den Film zu zeigen und wo er dann später dann auch in die Kinos kommt. Das hoffe ich sehr. Ja, das nächste Medienfestival, lieber Bert, da können wir mal, wie lange geht der Film? Was für eine also wir wollen einen 90, das ist ein 90-Minuten-Kinofilm, den wir produzieren. Dann werden wir dich da mal mit einplanen, also du wirst mir den Film präsentieren, wenn wir das dürfen, in diesem Festival und anschließend noch vielleicht eine Stunde Redezeit oder eine halbe Stunde, das besprechen wir dann nochmal. Das ist eine wichtige Sache und ich werde deinen Film, deine Quelle, wenn ich darf, natürlich gerne weitergeben. Ich denke, es ist in deinem Sinne. Ich bin ja auch immer in vielen Veranstaltungen unterwegs und dass man da zumindest das Publikum auch erreicht. Und wie gesagt, kontroverse Diskussion. Das heißt nicht immer, ich habe recht, du hast recht, sondern wir dürfen die Erkenntnis haben. Wir dürfen verstehen lernen und darum geht's. Und dann, denke ich, haben wir eine andere Welt. Ja, und wir sind auch nach wie vor noch auch in einer Phase, wo auch Hilfe benötigt wird. Wir sind jetzt wirklich in einem Level, wo wir schon an der Grenze sind, wo wir nicht mehr genau wissen, ob sich das überhaupt noch ausgeht. Also ich habe überhaupt noch nichts für den Film eingenommen. Ich habe das mehr oder weniger gratis gemacht. Ich möchte einfach schauen, dass diese Botschaft auch rauskommt. Ich möchte eine öffentliche Diskussion starten, weil ich will, dass das rauskommt aus diesen Ecken der Unsichtbarkeit, ja, wo einfach nur die Lobbys die Meinungsführerschaft haben. Ich möchte gerne ermutigen, auch die Leute, die den Film sehen, das Publikum, ich möchte zeigen, was dahinter steckt. Und wir haben wirklich, also ich denke, wir haben einen starken Film gemacht. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das gut rüberbringen und dass wir das gut schneiden und dann sollte er im Herbst hoffentlich fertig sein. Ich kenne ihn noch nicht. Ich biete dir an, du kriegst bei uns einen Werbebanner, speziell auch dafür. Also, weil ich bin Krankenpfleger und das hat einen Grund, warum ich Krankenpfleger geworden bin. Und sowas möchte ich unterstützen, weil ich auch ein bisschen verstehe, um was wir heute die ganze Zeit reden. Das wünsche ich mir. Jetzt gehe ich nochmal ins Publikum. Gibt es denn jetzt noch Fragen von euch an Bert? Dann dürft ihr das jetzt machen. Und ansonsten gehen wir langsam wir in die Abschlussrunde. Denn das heißt ja auch, du machst Veranstaltungen oder bist irgendwo mal gebucht. Vielleicht hast du Termine, die du bekannt geben möchtest. Weiß ich nicht. Ja, und wie gesagt, und dein Buch auch speziell kann man vermutlich über deine Homepage vermutlich beziehen. Ist das richtig? Also über meine Homepage kommt man auch auf meinen Blog. Auf meinem Blog sind aktuelle Hinweise. Da gibt es auch einen Veranstaltungskalender. Aber ich bin jetzt gerade auch in einer Vorbereitung einer Deutschland-Tournee. Also würde mich freuen, wenn jemand etwas organisiert. Dann, wenn ich zum Beispiel 2, 3, 4 Termine hätte hintereinander, dann würden sich auch die Veranstalter, die meine Fahrtkosten teilen können. Es würde alles günstiger werden. Ich komme gern, wo auch immer hin, nach Ostfriesland, nach Berlin. Also es gibt einige Termine jetzt in Südtirol. Es gibt einen Termin in der Schweiz. Also ich reise überall hin sozusagen. Also ich habe da keine Hemmungen und ich freue mich sehr, das auch zu teilen mit Menschen. Also ich möchte gerne, dass das ein Thema wird und dafür brenne ich. Das merkt man und ich brenne mit dir, glaub mal. Also bin da wirklich überzeugt, was wir heute hören. So, jetzt geben wir das Mikrofon nochmal bei uns in der Runde. Wer möchte noch was zum Bert Egartner sagen? Da sehe ich, der Armin ist da und der Jenne. Ja, Jenne und Armin auch. War das richtig gesehen? Nein, Jenne, dann dein Mikrofon.
Ja, danke. Also wie gesagt, ich finde das wunderbar, was du da machst und auch dein Engagement, was du da reinlegst und auch dich da zurückhältst, dass du da nicht befangen wirst. Und das Angebot für deine Rundreise, da würde ich gerne nochmal mit dir drüber reden und da können wir doch gerne hier, also so ein Abendseminar gerne auf die Beine stellen. Jetzt. Ja, herzlichen Dank. Also bleiben wir hier in Kontakt. Also ich bin über meine Homepage, da sind alle meine Kontaktdaten. Da kannst du mich per E-Mail oder Telefon, was auch immer, erreichen. Ja, danke schön. Dann machen wir das so. Jenny, jetzt brauche ich dich ja bald gar nicht mehr fragen, aber ich denke, du hast die Sendung als gut empfunden heute Abend. So würde ich das empfinden. Dein Feedback für heute Abend. Ja, ich finde das super spannend und auch super wichtig, dass diese Informationen nach außen getragen werden, weil wir auch ja selber davon sehr betroffen sind und ja, natürlich war das ein super Abend und ich freue mich wie auf den nächsten Abend und auf die Filmvorstellung und ja, super, super, super. Daumen hoch. Das waren deine Blumen. Danke sehr. Danke. Und Marc Wahle, der Abend für dich, wie hast du es empfunden? Ja, liebe schöne Grüße, der Ethos, ne, und das gute Wollen wird manchmal so belächelt. Ich finde es viel, viel, viel stärker in der Welt des Irrtums, wenn oben aufliegt, wenn einer auftritt und mit Pathos. Natürlich muss man, wie weit man geht, denn muss man alleine gehen. Danke dir für deine Worte. Armin, bist du am Mikrofon? Dein Mikrofon. Ganz, ganz klasse, dein Tun, was du da hier so machst. Finde ich super, dass ein Filmemacher sich hier da so in die andere Bresche schlägt, letztendlich für die Menschen, die noch ein bisschen Verstand haben. Das ist ja offensichtlich leider, also mir scheint so, wie wenn der manchmal zurückgeht. Und ich finde es einfach ganz, ganz klasse, dass du hier da wirklich so viel Intention da reinlegst. Super. Ja, mach weiter so, wenn ich dich irgendwie vielleicht unterstützen könnte. Also ich bin hier im Vogtland, im Wilden Osten sozusagen von Deutschland, also eigentlich Mitteldeutschland. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht bringen wir irgendwas zusammen, dass die Leute das endlich mal kapieren, was hier tatsächlich läuft. Wirklich klasse, dein Tun. Danke, dass du bist. Tschüss. Ja, danke für die Ermutigung. Also ich sage immer, auch die Ermutiger brauchen Ermutigung, wie der Wolf Biermann gesagt hat. Also es ist nicht leicht, da immer hier sozusagen das Feuer zu behalten. Es gibt viele Querschüsse, aber allein schon, was ich erlebt habe, ja, und was ich hier sozusagen in meinem Film dann auch weitergeben kann, das ist etwas, was ein großes Publikum interessieren wird, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich hoffe auch, dass es etwas beiträgt, dass es eine öffentliche Diskussion startet. Danke dir, Armin. Und der Franz Reutinger, dein Mikrofon. Bist du da? Ich bin da. Ja, das ist alles schon gesagt. Also eine super Arbeit, die du leistest. Du bist ein Kämpfer mit und du brennst für die wichtige Aufgabe. Aus meiner Sicht, nach den letzten 30 Jahren sind wir in einer Zeit, wo alles in den Startlöchern steht. Wir haben Meinungskontrolle, wir haben totalitäre Gedankenkontrolle. Es wird immer offensichtlicher. Die Menschen, die dessen Herzchakra nicht deformiert ist und die Empathie da ist, mit Köpfchen und mit, ja, mit Begeisterung, schlagen die neuen Wege mit ihrem Schwert und dahinter können dann andere Menschen gehen. Das ist ganz sicher so. Und deine Arbeit ist einfach wichtig, gerade für die betroffenen Menschen. Ja. Gerade die betroffenen Menschen müssen deinen Film auch sehen, um die Zusammenhänge zu behirnen, auch die Umgebung von betroffenen Menschen. Und das ist die Glut, die weiter ja, sich anfachen wird. Und in erster Linie geht es ja darum, die Würde des Menschen, die tatsächliche Geisteswürde, wir als großer Mensch, der wir sind,
einfach auch zu spüren und die Stärke der betroffenen Menschen auch wieder stärker, immer stärker werden zu lassen und einfach zu erfahren. Unser System ist einfach gegen das Lebendige. Das Lebendige, Natürliche wird zurückgedrängt und soll ergänzt werden durch mechanistische, abhängige Technologien. Und dieses Wissen oder diese Erfahrungen werden immer mehr. Und du schlägst genau in die Bresche das Lebendige, den Hausverstand, die gesamten Zusammenhänge darzulegen. Dazu gratuliere ich dir und wünsche dir alles Gute. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Also für mich ist es ja eines der schlimmsten Dinge, die ich da in meiner Recherche gesehen habe, auch über die Jahre, dass wir, also dass es gibt ja keine größeren medikamentösen Eingriff an der Menschheit als diese Impfungen, die gegeben werden in fast allen Ländern der Welt. Und es werden gesunde Kinder behandelt, ja. Und man sollte eigentlich denken, dass also bei einem Eingriff an Gesunden, dass hier ganz besonders strenge Kriterien gelten sollten. Und dass es hier so ist, dass man 3-mal nachschaut, 5-mal nachschaut, damit eben die Geimpften nach dem Impftag genauso gesund sind, wie sie davor gewesen sind. Also es sind ja alles präventive Eingriffe in ein Immunsystem. Und hier ist es leider so, nach meinen Erfahrungen, dass hier einfach auf Vorsicht gepfiffen wird, dass hier in vielen Fällen einfach hasardiert wird, dass hier, ich sage nicht immer nur der böse Gedanke sozusagen umgesetzt wird, immer nur Geschäftemacherei oder was auch immer. Es ist einfach dieser Gedanke, dass diese Eingriffe von außen so wahnsinnig wichtig sind, dass dieses Impfen so unglaublich wertvoll ist. Und es ist in manchen Bereichen ist es vielleicht wirklich wichtig, aber in vielen Bereichen ist es sehr zweifelhaft. Und es macht wahrscheinlich, manche Impfungen machen 1000-mal so viele Nebenwirkungen als eben die Krankheit, wenn sie natürlich durchgemacht werden würde, machen würde. Und hier braucht es eben eine Neubewertung dieses Themas, das uns seit 200 Jahren beschäftigt. Und so viele Impfungen, wie wir derzeit haben, hatten wir noch nie. Ja, es ist einfach ein wahnsinnig gutes Geschäft geworden. Und wir haben viele Blockbuster, zum Beispiel die Pneumokokkenimpfung, die macht einen Umsatz von 5,6 Milliarden Euro jedes Jahr. Also solche Dinge, die sind mittlerweile kein Kroschalgeschäft mehr wie früher. Früher waren ja Impfungen, da hat eine Impfung 10 Cent gekostet. Das war im Sinne der Volksgesundheit. Die alte Brockenimpfung oder diese Dinge. Die modernen Impfungen sind wirkliche Geldmacherei. Da steckt einfach wahnsinnig viel dahinter. Und hier brauchen wir einfach ein Umdenken, um einmal zu schauen, wie werden wir hier eigentlich ausgenutzt und wie profitieren, wie diese Konzerne sind eben draufgekommen, wie wahnsinnig profitabel dieses Geschäft ist. Und Konzerne haben kein Gewissen. Konzerne haben eine interne Logik der Profitmaximierung. Und dem darf man sich eigentlich als eine entwickelte Gesellschaft nicht aussetzen. Aber es ist so, dass wir derzeit noch immer in einer Situation sind, dass hier einfach kaum Kritikbewusstsein geäußert wird. Franz, wolltest du noch was dazu sagen? Ja, alles klar, alles richtig, was du sagst, Bert. Und es ist trotzdem, aus meiner Sicht, es ist einfach eines, der Mensch wird als Maschine gesehen, als biologische Maschine. Und wenn wir den Menschen, und wenn wir empathische Menschen, speziell du, der einfach sieht und die Erfahrungen hat von leidenden Seelen, die in einem geschundenen Körper leben, ja, wenn man Menschen in die Augen schaut. Wenn Menschen diesen Zugang bekommen oder immer mehr erwachen, dass wir
seelische Wesen sind, mit Geist und Empathie, dann entsteht eine Kraft, die sich auch vervielfältigen wird. Und die anderen, die den Menschen nur als Maschine, den Körper benutzen wollen, ja, das, die gehen einen anderen Weg. Und ich glaube, es ist ein Kampf dieser Geisteshaltung, den Menschen wieder als herzliches Seelenwesen mehr zu sehen, und für das kämpfen wir. Und dieses Bewusstsein steckt bei vielen Menschen, gutgläubigen Menschen drinnen. Und Erwachungsprozess in diese Richtung zu erkennen, dass die Obrigkeit besteht aus hoher Intelligenz, großer Lebensenergie in der Wurzel, aber herzensmäßig, empathisch, komplett verkümmert, das muss erkannt werden. Und die Entwicklung kann nur von unten nach oben gehen, in dieser empathischen Herzenshaltung, die du da zutage bringst und unter die Menschen bringst. Das ist einfach klasse, wie du das in deiner Stärke umsetzen kannst. Danke. Ich bedanke mich sehr. Ja, also ich hoffe wirklich, dass ein Prozess in Gang gesetzt wird und dass hier die Wahrheit ans Licht kommt. Das hoffe ich auch. Und der Franz Reutinger ist am Donnerstag bei uns. Da hat er ein Thema mit ins Gepäck geholt, die 5 biologischen Naturgesetze. Schaut in den Sendeplan, freue mich schon auf diese Sendung. Und Marc Wahler hat auch eine Musiksendung, die findet statt, wenn man eine Homepage heute, wir hatten ein großes Unwetter, seitdem ist das Internet ein bisschen langsam hier heute bei mir. Marc, wann hast du deine Sendung? Morgen um 20 Uhr. Dankeschön. Und da geht's um Musik und kleiner Smalltalk. Und schaut mal rein. Und da freue ich mich auch drauf. Morgen nicht um 20 Uhr. Morgen ist doch der Helmut Pape bei uns. Übermorgen. Morgen heißt es bedingungslose Grundeinkommen. Das ist einer, der das Projekt in Österreich führt. Das nochmal zur Info. Das haben wir noch gar nicht gegeben. Habe ich irgendwas vergessen heute? Kann das sein? Also ich glaube nicht, dass wir etwas vergessen haben, aber wahrscheinlich haben wir viel vergessen. Ja? Also man kann ja in 2 Stunden nicht alles besprechen. Also ich habe zur Erinnerung, ich habe viel recherchiert für mein Buch. Ich glaube, das ist gute Impfung, schlechte Impfung, dass es hier für viele Leute eine Hilfe darstellt, das eben durchzusehen. Ich habe alles, was ich geschrieben habe, begründet mit Quellen. Man kann das nachlesen. Ich habe mir nichts aus der Nase gezogen. Also ich glaube, ich habe eine bessere Aufklärung geschrieben, als sie das vom Robert-Koch-Institut jemals bekommen würden. Das ist Qualität. Hast du gleich noch Zeit für den internen Nachtalk für 5 Minuten, 10 Minuten? Gerne, ja. Wunderbar. Und somit beenden wir diese Sendung heute Abend. Wie gesagt, morgen geht's dann mit Helmut Pape weiter ab 20 Uhr. Das bedingungslose Grundeinkommen, ein großes Thema. Dürfen wir auch drüber nachdenken. Freue ich mich auch besonders drauf. Und jetzt den letzten Abschlusssong. Und da heißt es Bob Dylan, All on Sister. Und Musik ab und bis nachher im Nachttalk. Tschüss, Baba. Ciao, ciao.